Hallo und herzlich willkommen bei Folge 363 der Bretterwisser. Leider nicht mit der Sonja, dafür mit dem Arne. Hallo, guten Tag. Mit dem Matthias. Morgen. Und ich bin der René. So, und wir haben jetzt, obwohl wir eigentlich sagten, unser neues Format, unser Gastspiel wollen wir eigentlich nur einmal so im Monat machen, haben wir jetzt direkt hintereinander noch. Das stimmt, das ist ein neuer Monat, ja, hervorragend. Haben wir wieder ein Gastspiel und zwar haben wir uns dieses Mal den Chris Turek eingeladen. Hallo Chris. Moin. So, um dich mal jetzt näher kennenzulernen, haben wir uns mal ein paar Fragen ausgedacht, die wir einfach mal so ganz kalt in den Raum werfen und du einfach mal, wenn du möchtest, mehr oder weniger zu antworten kannst. Okay. Okay? Mehr oder weniger? Ja, welches Spiel hast du als letztes gespielt? Das war gestern Abend und ich glaube, es ist nicht so interessant zu hören. Also das letzte war wirklich mein eigenes Spiel. Ich bin ja gerade an einem Spiel am Schrauben und habe es dann quasi meiner Freundin vorgespielt. Aber wenn man jetzt mal eins nimmt, was alle kennen, dann haben wir davor quasi eine Runde Aliens Bug Hunt gespielt. Das kennen alle. Wer kennt es nicht? Okay, ja gut, okay, das ist ein neues Ding von Upper Deck. Ist so, ich sag jetzt mal, boah, es ist so ein Mini-Dungeon-Crawler. So man läuft quasi durch eine Station. Es spielt im Aliens 2-Film, also Alien 2. Ihr müsst quasi verschiedene Missionen erfüllen. Und überall kommen dann Aliens in Form von Würfeln. Und das ist ganz geil so. 4 Seiten sind Blanks auf dem Würfel. 1 ist ein Kratzer, 1 ist ein Alien-Biss. Und quasi, wenn du auf dem Alien schießt, dann würfelst du einfach diesen Würfel. Ist das ein Blank, kommt er weg. Und ist das ein Kratzer, bleibt er stehen. Und bei einem Biss kriegst du sogar einen Schaden. So, und ja, es ist halt so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen an wie Pandemie oder wie Deadmans, wie hieß nochmal dieses Pandemie auf dem Piratenschiff? Irgendwas mit Deadmans Tell No Tales oder so. Mhm. Also so fühlt es sich ungefähr an, aber also ist ein cooler Absacker, hat offenbar Bock gemacht. Matthias, und du kennst es nicht? Also dir ist schon bewusst, ich arbeite nicht mehr bei Upper Deck. Du musst doch deine alten Freunde dort. Ich habe mal bei Upper Deck gearbeitet, aber ich habe da vor ungefähr 10, 11 Jahren aufgehört. Also. Okay. Gut, ja. Welches Spiel hast du als letztes gekauft? Das war ich musste mir nachträglich, weil ich bereut habe, dass ich nur den Grundpledge hatte, habe ich mir noch ein All-In von Bloodborne The Board Game besorgt. Du meintest, du brauchtest ein paar Kartons, in denen du demnächst wohnen kannst oder sowas. So ungefähr. Ich fühle mich ja auch langsam wie Harry Potter unter der Treppe, also der Raum wird immer kleiner. Gut, dann passt die nächste Frage ja hervorragend. Monopoly oder Spiel des Lebens? Boah, es ist halt so wie einen Nagel ziehen lassen oder einen Zahn ziehen lassen. Aber ich glaube, ich würde mich dann, wenn das erlaubt ist, und würde ich sagen, Monopoly Gamer. Ich glaube, ich habe gehört, das soll relativ spannend sein für einen Monopoly. Ich hätte jetzt erwartet Monopoly Mario Kart. Ja, das ist doch das. Nee, Gamer ist das andere, glaube ich, mit den Nintendo-Figuren, ne? Und was ist mit Monopoly SpongeBob? Das ist, glaube ich, auch nur normales Monopoly. Ich glaube aber, Gamer hat wirklich ein bisschen andere Mechanismen sogar noch mit drin. Ja, Gamer hatte ich, glaube ich, ich hab dazu mal ein Video gemacht, zwinker, zwinker. Naja, egal. Ja, braucht man nicht. Nee, braucht man nicht. Ist auch nicht mehr hier. Kannst du gut verlieren? Ja, in der Tat. Also ich glaube, dass sogar viele von meinen gefühlten Lieblingsspielen habe ich noch nie gewonnen. Und analog finde ich, macht, wenn man irgendwie Spiele öfter verliert, und man mag das Spiel, dann hat man einen viel größeren Anreiz, das nochmal zu spielen und irgendwie jetzt aber so diesen Kniff herauszukriegen, das Spiel mal zu knacken oder seine Mitspieler halt. Und ich habe echt kein Problem mit zu verlieren. Im Gegensatz zu meiner Partnerin, muss ich mal leise sagen. Weil das ist bei ihr genau das Gegenteil. Und als letztes, Spielerfarbe. Schwarz. Und wenn es schwarz nicht gibt, dann lila oder pink, aber auf jeden Fall schwarz. Als letztes, aber René, da fallen mir noch ein paar andere Fragen ein. Ja, mach mal. Chris, stell dir vor, du gewinnst 3 Millionen Dollar im Lotto. Ja. Und am selben Tag landen Aliens auf der Erde und sagen, sie werden sie in 2 Tagen in die Luft sprengen. Was machst du? Boah. Oh Gott. Wo kommt die denn jetzt her? Boah, also da müssen wir davon ausgehen, dass nur ich diese Information habe, weil sonst wäre ja wahrscheinlich die ganze Welt in Panik und ich könnte mit dem Geld nichts mehr machen. Das ist richtig fies, dass ihr mir so eine spontane Frage reinballert. ich glaube, ich würde
all meine Leute zusammenholen und ja, ich würde sagen, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. 2 Tage ist ein bisschen, also hättest du einen Monat gesagt oder so, weißt du, aber. Ach, das ist ja langweilig. Kennst du Aliens, die dir einen Monat Zeit geben, um die Welt in Luft zu sprengen? Also, ich würde gucken, welches Ziel ich noch mit einem Privatjet schnell erreicht bekomme und würde zusehen, dass ich wenigstens meinen letzten Tag in einer wunderschönen Kulisse mit all meinen Freunden irgendwie erleben kann. Irgendwie richtig geil, irgendwo auf irgendeiner Insel. Irgendwo. Kommst du hin, 2 Wochen Quarantäne, geht nicht. Ja, ich weißt du, mit 3 Millionen, da kannst du, oder 30 Millionen, da kannst du jeden schmieren. Da wird sogar Angela Merkel dich selber fliegen. Könnte passieren, ja. Sehr gut. Matthias, weißt du auch mehr, hast du gesagt, ne? Ja. Nee, das war schon okay, das reicht dann. Die hat mich schon genug zum Stottern gebracht. Kam die denn, ey? Gut, für die Leute, die immer noch nicht wissen, woher man dich kennen könnte, was machst du denn sonst so? Ja, ich glaube, hauptsächlich könnten die Leute mich kennen von unserem eigenen Podcast, der heißt Meeple Porn. genau, der wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal irgendwem irgendwie positiv oder negativ zu Ohren gekommen ist. Positiv oder negativ ist ja auch nett ausgedrückt. Also kontroverser Podcast. Genau. Warum? Ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, wir haben damals das Ding gestartet, weil ich das Gefühl hatte, dass zu viele Content Creator auf Informationen setzen und irgendwie wollte ich selber einfach mal einen komplett freien Talk haben, wo man sich kein Blatt vor den Mund nimmt, wo es eher so ist, als ob du abends mit deinen 4 Kumpels wirklich zu Hause sitzt und keiner hört euch zu. Wir wollten einfach mal nur so einen Klamauk-Podcast machen, aber halt trotzdem als Brettspieler und auch viel über Brettspiele reden. Und ich glaube, viele kommen mit unserer offenen Art oder ich sag mal, mit unserer Schnauze nicht zurecht. Also wir haben so eine sehr, ja, wie sagt man das? Unsere Aussprache, unsere Sprache und wir sind halt ein bisschen eckiger und kantiger als die manchen, die man so kennt. Aber das ist euch dann nicht gelungen, weil die Leute hören euch ja. Ja, wir, also sagen wir es mal so, wir sind selber überrascht von dem, ich würde in Anführungsstrichen mal sagen, von dem Erfolg. Also wir haben es halt wirklich geschafft, scheinbar da irgendwie so eine Nische zu finden für viele Leute, die sich bei anderen Kanälen nicht so aufgehoben gefühlt haben. Irgendwie haben wir da scheinbar so, ja, eine Ecke gefunden, wo ein paar Leute irgendwie drauf anspringen. Ja, und jetzt bist du bei uns, jetzt alles vorbei. Jetzt können wir ja den Mantel lüften, ne? Du wolltest ja seriöser werden, hast du gesagt. Ey, Leute, das ist sowieso komplett verrückt, ne? Ich muss halt ehrlich sagen, so jetzt erstmal können wir direkt mit ein bisschen Honig im Maul anfangen. Ihr wart der erste Podcast, den ich generell gehört habe. Also ich hatte, bevor ich euch gehört habe, nie einen Berührungspunkt zu Podcasts. Und ihr wart quasi wirklich der Einstieg dafür. Also im Endeffekt, falls hier irgendwelche Leute zuhören, und große Bretterwisser-Fans sind, dann bedankt euch bei den Bretterwissern, weil es den Meeple-Porn hast, weil die sind schuld, dass wir da sind. Passendes Filmzitat dazu. Wir bedanken uns bei Harry und Sally, wenn auch nur einen von ihnen angenähert attraktiv gefunden hätte, wären wir alle nicht hier. Ja, du also gerade gesagt hast, ist, wir waren so abstoßend, dass du gesagt hast, du willst es besser machen. Nein, überhaupt nicht, sondern eher, ihr habt quasi dieses Podcast-Genre für mich eröffnet und ja, das war dann irgendwie auch so eine, dass man, also durch euch habe ich halt ganz viele andere verschiedene Podcasts gehört. Muss aber auch ehrlich sein, ich habe von euch ein paar halt gehört, also ich habe von euch relativ viele Folgen gehört, ich habe mich aber bei wenig anderen oder bei gar keinen anderen Podcasts fast gut aufgeholt gefühlt im Brettspielgenre. Außer damals bei einem Podcast, den der Ben gemacht hat. Den fand ich ganz gut. Ich bin's, weiß, der Ben. Ja, ich glaube, das war der. Ja, den hat er eingestellt, das stimmt. Das aus mangelnder Zeit. Ich bin schuld. Ich habe ihm nicht gesagt, er soll ihn einstellen, aber er hat gesagt, er hat keine Zeit mehr dafür. Matthias hat einfach die Konkurrenz aufgekauft. Das ist so wie Bayern. Matthias ist der FC Bayern München der Podcast-Szene. Also Meeple-Porn, also, ne? Nee. Heute auch noch einen guten Postillionen-Beitrag zu gesehen, dass dann da irgendwie stand, FC Bayern hat aus Gewohnheit Tom Brady gekauft, um die Buccaneers zu schwächen. Ja, nebenbei haben wir dafür gesorgt, dass die Brettagogen alle in so Spiel des Jahres Jury eingeladen werden, also dass sie auch keine Zeit mehr haben. Also wir machen das hintenrum. Wir haben unsere Finger überall drin. Nein, also als wir ja angefangen haben, war es halt, da gab es glaube ich 2 oder 3 Podcasts. 2.
Es gab die Kieler. Mhm. Und den Pöppelpott. Die waren. Ja. Der Pöppelpott war zu dem Zeitpunkt schon tot. Nee, der kam ja dann noch für eine Folge wieder, als er dich interviewt hat auf der Spiel. Ja, er war schon tot. Und darf's nicht vergessen, ich hatte ja schon auch vorher einen Brettspiel-Podcast gemacht. Das Café Brettgeflüster. Vier Folgen. Vier oder fünf Folgen waren es, genau. Ja. Zusammen mit dem Guido Heinicke. Ja, wir sind schon ein bisschen dabei. Aber ja. Ich finde es immer so lustig, dass du immer so erwähnst, so, ey, du bist immer ein bisschen ruhiger und gediegener. Ich meine, bei euch ist ja schon so ein bisschen Zirkus Halligalli, könnte man sagen, manchmal. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist ja bei euch auch ein bisschen wahrscheinlich Konzept, ne? Definitiv, definitiv. Ja, es ist halt irgendwie so, man, ich will jetzt nicht sagen, man versucht schon anders mit, also mit der Brechstange irgendwie anders zu sein wie die meisten. Aber mir ist es ja aufgefallen, im Endeffekt bin ich ja ein Freund vom Boardgame-Digger, den ja auch sicher sehr viele kennen. Warum auch immer, ist ja auch egal. Aber ihr wart schon vorher befreundet, oder? Genau, wir waren schon, wir waren schon online befreundet, bevor er seinen Kanal gestartet hat. Also hat es, glaube ich, ein paar Wochen danach hat es halt angefangen. Und man hat es ja gemerkt bei Stefan, wie er seinen Kanal geführt hat. Der war ja auch am Anfang ein reiner Review-Kanal und Brettspiel-Kanal. Und im Endeffekt hat er dann ja so angefangen, solche Sachen zu machen wie Digger in Gefahr oder Schlag den Digger. So ein bisschen halt so im Fernseh, sagen wir so ein paar Fernsehformate nachzumachen über auf diesen Brettspiel-Kanal. Und am Anfang gab es halt auch super viele Leute, die dann halt in ihrer gewohnten Art, was ist das denn jetzt hier? Das ist doch gar kein Brettspiel-Content und bla. Und im Endeffekt hat er aber dann quasi seine Community irgendwie da immer mehr drauf vorbereitet oder hat immer mehr drauf eingearbeitet, dass die das halt quasi annehmen. Und im Endeffekt war er meiner Meinung nach irgendwie jetzt auch so der Einzige, der am anderen, also der als hinterher als Boardgamer auch so einen generellen Unterhaltungskontent gemacht hat. Und das, da habe ich mich dann halt auch immer schon heimisch gefühlt. So, ne? Mhm. Deswegen machen wir auch mal jetzt halt auch solche Sachen wie irgendwelche digitalen Formate oder wir reden mal wirklich, machen mal Deep Talk und reden mal wirklich über, wie es uns geht, was so uns betrifft oder halt, das ist mir halt auch wichtig, dass wir halt ganz klar sagen, wir schalten hier ein, Leute, das ist hier ein Format von Boardgamern für Boardgamer, aber wir reden hier wirklich über alles halt, ne? Ja. Ja, wobei wir sagen mussten, wir hatten sie am Anfang ja auch nicht einfach. Ich erinnere mich noch an die erste Folge, die wir veröffentlicht haben. Und dass dann in dem ein oder anderen Forum erwähnt wurde, wie viel Äs und As es gäbe. Und wenn man die alle rausschneidet, dann könnte man den Podcast doppelt so schnell hören. Puh, also es gab tatsächlich Hörer, die gesagt haben, ja, ich habe das jetzt mal rausgeschnitten, ihr würdet 20 Minuten einsparen. So irgendwie. Boah, also ich habe mir tatsächlich die erste Folge letzte Woche nochmal angehört. Also, ja, das sind dann immer die geilsten, die wirklich dann immer richtig große Fresse haben im Internet, irgendwie in irgendwelchen Foren anonym angemeldet sind und dann irgendwie immer allen Leuten erzählen, was sie besser machen, was sie falsch machen können. Aber dann sage ich einfach, ey Leute, dann setzt euch doch hin und produziert euren eigenen Content, wenn ihr es alle so besser wisst. Kennst du noch den Attila? Ich? Ja. Oh, Attila, ich sag mir jetzt gerade nichts, oder? Wie hieß der? Der Oliver Grimm. Boah. Wenn ich ihn sehe, bestimmt, aber ich sag mir jetzt spontan nichts. Ja, weil der hatte sich damals auch natürlich beschwert und da, das mögen Arne und René vielleicht nicht glauben, aber da war ich tatsächlich so, ich hab ihm ganz übel aufgestoßen, weil in seinen Augen war ich einfach besserwisserisches Arschloch. Ich habe ihm das nicht übel genommen, weil ich dasselbe von ihm denke, aber deswegen sind wir natürlich trotzdem gut befreundet und können spielen, aber also von da aus gesehen, wir hatten auch am Anfang damit zu kämpfen, dass die Leute uns irgendwie für doof hielten. Ja, im Endeffekt ist es auch eigentlich scheißegal, was für ein Content du machst, sei es du machst jetzt YouTube-Videos oder einen Podcast oder du bist Musiker. Man muss sich ganz schnell davon verabschieden, dass man es irgendwie allen gerecht machen kann und man sollte sich super schnell eine dicke Haut irgendwie zulegen, weil es gibt immer Leute, sei es aus Neid oder sei es einfach, weil sie trollen wollen oder warum auch immer, die halt irgendwie rumstänkern. Aber dann denke ich mir so, ey, im Endeffekt, die Zahlen sprechen am Ende des Tages für sich und so, es gibt deutlich mehrere Leute, die es mögen, als Leute, die es hassen. Aber da sind wir in so einer kranken Zeit, was halt so auch bei Social Media und so ist, dass ein negativer Kommentar, der hat 10-mal so viel Gewicht wie 500 positive Kommentare. Mhm. Das ist leider so. Kann man sich nicht immer gegen wehren. Das muss man dann psychisch mit sich selber ausmachen. Da sind manche Leute besser als andere, aber so ist es halt leider.
Ja, oder halt noch schlimmer, dass die es gut finden, sich gar nicht groß melden. Ne? Die sagen, ja, halt, genau, also, ja, genau, mir gefällt's und schön. Und die denen es halt nicht gefällt oder die rumstänkern wollen, die melden sich halt. Und dann ist das ein ganz schiefes Bild auch immer. Aber da, ja, haben wir, genau, auch schon am Anfang erstmal schlucken müssen, als das so losging. Aber dann hieß es auch Augen zu und durch. Jo. Wir, ja, haben es nicht gehört, also, ne, ist ja gut, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, so, ey, ich mag euch nicht, ich höre euch aber trotzdem so, wenn du uns nicht magst, dann hör uns einfach nicht so, ne? Ich habe mir, ja, die Folge wieder angehört, habe mich fünfmal geärgert, so, was? Also am Anfang konnte ich es vielleicht noch ein bisschen verstehen, weil da gab es nicht so viel Podcasts, jetzt gibt es ja mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, so über den Daumen 30 oder irgendwie sowas. 40, 50, ja. Ja, und da kann jeder irgendwie jetzt was finden, was er haben möchte. Ja, aber, also für mich kam der Unterschied aber tatsächlich dann, als ich das erste Mal in Herne angesprochen wurde von Leuten, die gesagt haben, hey, ich höre deinen Podcast, super, gefällt mir, mach weiter so. Wo irgendwelche wildfremden Leute, die das halt nicht über Social Media rausbrüllen, sondern halt im Real Life einem begegnen und sagen, hey, cool, höre ich gerne, macht Spaß. Da habe ich den CD Felix mal kennengelernt und so. Also für Chris, falls er nicht kennt, das war ein Hörer, der sich immer unsere Folgen auf CD brennt. Okay, geil. Und im Auto hört. Aber ich glaube, so, Felix hat gar keine Zeit. So wie eure Mit-Podcasterin, die sich ihre Podcasts noch auf USB-Sticks lädt. Ja, aber CDs sind ja etwas älter. Wir sind ja hier unter uns. Ich weiß nicht, ob hier unter uns. Ja. Aber die Geschichte, die haben sie versucht zu überzeugen. Die Geschichte hat kein gutes Ende genommen. Sie hat den Podcatcher probiert und ist wieder zurück zum USB-Stick gegangen. Verrückt. Micha, falls du zuhörst, versuch das mal unter deine Kontrolle zu bringen und mal die Anleitung von dem Handy oder von dem Auto zu lesen, dass es sich automatisch mit Bluetooth verbindet. Das wäre total hilfreich, auch für euer Problem dann. Ja, aber hier nochmal auf eure Frage halt und auch generell zum Thema zurückzukommen. Im Endeffekt kann dann das aber halt alles scheißegal sein, weil ich habe Meeple-Porn am Ende mit den Jungs gemacht, weil ich Bock hatte, mit meinen Kumpels eine regelmäßige Quatschrunde zu haben und quasi, das ist halt, fühlt sich jedes Mal wie so ein bisschen auch wie Therapie. So, ich freue mich jede Woche auf dieses, ich freue mich jede Woche mit den Jungs Real Talk zu machen, zu sagen, was mich bedrückt, was mir Spaß macht, zu feiern und im Endeffekt wäre es mir sogar egal, wenn wir gar keine Hörer hätten. Ich glaube, ich hätte trotzdem jedes Mal Bock, mit meinen Jungs einfach zu quatschen. Das finde ich eine super gesunde Einstellung. Apropos Jungs, warum haben wir dich denn jetzt überhaupt eingeladen? Tja, das habe ich dich auch gefragt. Mann. Da war mein Selbstzweifel wieder groß geworden. Ich mir gedacht, warum ausgerechnet ich von? Und dann war ich wie bei, wie hieß der Film nochmal? Beautiful Mind oder so, wo er die ganze Tafel vollschreibt mit einer Formel. So habe ich dann auch ausgerechnet, warum ich von für den Film. Für die Hörer, Chris und ich haben letzte Woche irgendwann telefoniert und dann kam die Frage schon mal auf von seiner Seite. Ich dachte, ich nehme die einfach mal mit auf. Ja. Ist halt, ist jetzt quasi eine Frage an mich. Ich soll jetzt darauf antworten. Mhm. Kannst du ja mal versuchen zu begründen. Okay, also erstmal muss man das versuchen so zu verpacken, dass es sich irgendwie nicht eingebildet anhört, weil das bin ich nicht, glaube ich zumindest. Aber ich glaube, wenn man uns vier betrachtet in einem Podcast, dann bin ich, glaube ich, auf jeden Fall schon mal der lauteste und auffälligste. Ich glaube, ich erzähle auch am meisten, ich kaufe am meisten und irgendwie, ist halt... ich bin halt auch immer so super offen und erzähle auch eigentlich Sachen, die man nicht im Podcast erzählen sollte, so viel zu intime Sachen und ich glaube, ich weiß es nicht, ich kann es schwer sagen, also ich glaube, vielleicht hattet ihr das Gefühl, dass ich die dickste Zitrone von allen bin, die man bei uns ausquetschen kann. Dickste Zitrone. Also wenn es um intime Sachen geht, hätten wir auch Alex einladen können. Ja, dann, okay, das ist richtig. Und Alex, da ihr sogar kein Video habt, habt ihr keine Gefahr. Alex, genau. Alex war doch schon hier bei uns, da war er ganz seriös bei uns. Das stimmt. Wir haben über Klass geredet. Ja, weil ihr so alte Hasen seid, dann hat man ein bisschen mehr Respekt so bei uns. Da wirklich, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, der hat sich bei uns wirklich gefühlt wie bei Zirkus Halligalli. So, da gibt es keine Grenzen. Ja, aber ich meine, er hat das genau so wahrgenommen, wie du es beschrieben hast. Es ist ein Plausch mit Freunden, das guckt keiner zu. Man ist unter sich. Ja, das ist, also da vergisst man wirklich schnell, wie viele Leute es am Ende des Tages hören. Und dann schämt man sich wieder eine Woche und denkt sich, oh Mann, aber im Endeffekt, Hauptsache, draußen hatten ein paar hundert Leute was zu lachen und dann ist ja alles gelungen. Scheiß drauf. So, ich würd einfach mal, ich habe heute eine lustige nicht, ich habe drei Fragen der Woche vorbereitet. Soll ich mal mit einer anfangen? Da können wir nämlich gleich nochmal ein bisschen drauf rumdiskutieren. Das geht nämlich auch in Chris' Thema-Richtung. Ich würde mal mit dem Hesi anfangen. Zu Hesi muss ich kurz, oder Hesi-Feltech, wie er jetzt bei uns im Discord. Punkt. Ja,
Ich habe da soundmäßig ein bisschen was gedreht, weil die war stellenweise ein bisschen hakelig. Ihr werdet gleich hören, worum es geht. Ich spiele es einfach mal ein. Hi, hier ist Esi. Mein Auto steckt fest. Und ich kämpfe mich gerade mit meinem Dreijährigen durch kniehohen Schnee, um Pakete zur Post zu bringen. Damit Spielevater Oliver und Peter von Einzelspiel-Podcast ihre Spiele von mir bekommen. Das ist ja immer Einsatz. Oh, da eben zur Seite hier kommt ein Trecker. Okay. Ich hab so ein... Boah, Trecker, fahr weiter. Alles totales Chaos. Ich habe ein Diskussionsthema für euch. Weil Chris ja gerade da ist und die bei Meeple-Porn immer so viel über solche Themen reden. Es ist ja sehr deutlich, dass so in den letzten Jahren es immer mehr darum geht, drüber zu reden, was haben wir gekauft, was haben wir verkauft, welche Kickstarter haben wir gebackt, All-In oder nicht, Stretch Goals, Deluxify, nämlich jetzt die normale Game-Mat oder die Game-Mat mit einem Stück zu aus den Kristallen, diesen ganzen Kram. Und 3D-Türen sind das Zentrum der Brettspiele eigentlich. Also, meine Frage... So, wie seht ihr das? Dieser ganze Konsumanteil und dieser Sammlungscharakter, welchen Teil und welchen Stellenwert hat das mittlerweile so in der Beschäftigung mit dem Hobby? Und dann noch eine persönliche Notiz für mich. Das könnt ihr jetzt ignorieren. Falls es Montagabend ist, Hesi, und du hörst diesen Podcast jetzt live bei der Aufnahme, denk dran, die Mülltonne rauszustellen. Mach das jetzt. Denk nicht, nach dem Podcast mach ich das bestimmt. Nee, muss nicht. Das ist Bullshit. Mach das jetzt. Geh jetzt raus, stell jetzt die Mülltonne raus. Ja, das war's. Ach, shit, ich glaube, ich habe mein Kind verloren. Ja. Dazu muss man wissen, dass wenn der Schnee knietief für Hesi ist dann, und sein Kind ist nur 3, dann ist sein Kind mehr oder weniger bis zum oberen Schauf irgendwie im Schnee. Okay. Er hat es getragen, hat er mir erzählt. Er meinte, in einer Hand die Pakete, Handy eingeklemmt und das Kind in der anderen. Also, das erklärt das schwere Atmen. Ich hoffe, es war noch einigermaßen zu hören. Die Originalaufnahme klang noch ein bisschen wilder. Er hat sich entschuldigt nochmal, dass er keinen Studio-Equipment mitgenommen hatte. Ja, zur Info nochmal die. Wozu hat er eine dritte Hand? Hesi, ich bin enttäuscht. Du hast eine dritte Hand? Damit hättest du Studio-Equipment tragen können. Zur Info nochmal an die Hörer. Wir nehmen gerade am Montag auf, Montag, 8. Februar, wo ja in Niedersachsen und ich weiß nicht, in Nordrhein-Westfalen stellenweise sehr viel Schnee gefallen ist und Schneemalheur war. Und Hesi, Mülltonne rausstellen. Falls du es nicht gehört hast. Ja, wenn das den Sonntag hört, dann ist wahrscheinlich. Aber heute kommt sowieso kein. Also bei uns kam kein Mülltonne heute. So, jetzt geht es darum. Wie war jetzt die Frage? Es ging um eine Mülltonne. Was für eine Frage? Wie weit das dieses Kickstarter-Ding auch dieser Sammlungsaspekt irgendwie. Ja, der Konsum allgemein, meinte er. Genau. Ja. Also ich antworte als Letzter, weil ich habe da meine schon vorgefertigte Meinung aus meiner Lebenszeit. Ja, dann hast du ja eine Meinung. Dann fangen wir an. Ach. Ich dachte, unser Gast fängt an, man ist doch höflich. Nee, gut. Ist das egal? Soll ich? Fang mal an. Ja, mach du mal okay. Zuerst. Ich rede immer eh zu viel. Ja, also ich glaube, ich kann direkt schon mal dieses Sammlungsthema ansprechen. Ich glaube, da bin ich nicht wirklich tief drin, wenn es um viele Spiele geht, weil was wir alle haben ja, glaube ich, auch das Problem mit dem begrenzten Platz. Und deswegen versucht man sich dann halt schon ein bisschen auf das zu beschränken, was man halt hier verstauen kann. Ich glaube, was dieses ganze Konsumding bei mir so groß macht, ist halt eher die Angst, was zu verpassen. Und ich bin halt einfach, ne, ich bin halt so ein Entdeckertyp und das ist für mich das, was mir am meisten Spaß an unserem Hobby macht, ist, dieses neue Spiele zu entdecken und mich da reinzuarbeiten und die auf den Tisch zu bringen und die dann zu feiern und hier wirklich so ein paar Perlen im Regal zu haben. Aber ich bin halt da super schmerzfrei, wenn mir ein Spiel nur okay gefallen hat. Und es ist mir dann auch egal, Leute sagen, ja, du musst ein Spiel zweimal, dreimal, viermal spielen. Nee,
Die meisten Spiele in meinem Regal, die habe ich noch niemals annähernd viermal gespielt oder dreimal. Wenn mir ein Spiel beim ersten Mal nicht gefällt, dann zieht das direkt aus und dann habe ich wieder Platz für ein neues. Ne? Und ja, so dieses Konsumding ist auf jeden Fall schon sehr hart bei mir, aber ich glaube, da gibt es deutlich schlimmere auf jeden Fall. Und genau deswegen habe ich dich eingeladen, damit mich endlich mal jemand versteht. Arne, du bist raus. Endlich versteht mich mal jemand. Ich habe dich immer verstanden, Arne. Ich habe dich auch verstanden, Arne. Bei dir ist der Ton klar, im Gegensatz zu René, wo er manchmal abhakt. Aber ich habe den Arne zumindest verstanden. Wie sieht's bei euch aus? So, soll ich jetzt oder wie? Ja, mach du mal. Ja, genau. Also, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig zu begreifen, dass leider jeder Jack anders ist. Und dazu gehört es halt einfach, dass jeder auch andere Vorstellungen oder Wünsche für sich selber hat und dass viele Produkte versuchen, andere Leuten zu gefallen. Ich mache jetzt mal einen kurzen Abschwenker, wie immer, zu meiner alten Erfahrung mit Magic. Bei Magic ist es so, wenn du so ein Kartenset hast mit deinen 300 Karten, da sind Karten drin für den Turnierspieler, der sagt, die sind geil, die kann ich auf Turnieren spielen, der Rest ist Schrott. Da gibt es Karten, die sind für die Casual-Player, die so ein Yellow Geek-Bär, der dann so Commander oder so spielt, der sagt so, ah, da kann ich diese coolen Kombos machen oder so für den Johnny. Da sind Karten drin für den Timmy, der sagt so, ah, 10-10, wenn ich den mal auf den Tisch bringe. Welche Folge war das mit Johnny und Timmy und Und Spike? Ja, da gab es auch mal eine Folge, über Spielertypen, genau. Also es gibt Leute, die aus verschiedenen Gründen was machen. Es gibt Leute, die mögen es zu sammeln. Also ich meine, ich sag immer, bei mir sammeln sich die Spieler an, ich bin kein Sammler. Ich trenne mich auch davon und Arne hat auch schon kistenweise Spiele von mir bekommen oder Würfel und Zucker oder ähnliche Sachen, weil das auch einfach wieder raus muss, aber es sammelt sich hier trotzdem an. Und dann gibt es aber Leute, die sagen, ich will das aber sammeln. Die Sonja, die will dann so eine Sammlung von Alea komplett haben. Die will da jede einzelne Ziffer bei sich im Regal sehen. Boah. Und das ist auch in Ordnung. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ich muss nicht alles haben, aber wenn mir ein Spiel so geil gefällt, dann will ich alles von diesem Spiel haben. Es gibt auch Leute, die heben sich die Exit-Schachteln auf, ne? Ja, die gespielt. Inklusive mir, ja. Oder Sonja in ihrer Ecke. Irgendwann habt ihr keinen Platz mehr. Irgendwann geht der euch aus. Ja, ist richtig. Das werden wir irgendwann haben. Ja, aber bis dahin sind deine Kinder ausgezogen, hast du wieder zwei Räume mehr. Siehst du, so schwer ist das gar nicht. Also ich meine, das ist einfach so, dass Chris, nur damit du ein Gefühl dafür hast. Ich bin in meinem Leben dreimal umgezogen und jedes Mal, weil wir mehr Platz für Spiele brauchten. Weil es einfacher war, alles in Kisten zu verpacken und umzuziehen, als Sachen wegzugeben, zu verkaufen oder eben. Okay. Und das ist einfach, ich glaube tatsächlich, es gibt diese Leute, die sagen, ich will immer was kennenlernen, ich will was Neues haben, so wie du selbst sagst, Chris, das findest du spannend, neue Sachen kennenzulernen. Und selbst wenn es dir gefällt und es bleibt, heißt es ja nicht, dass du es dann irgendwie schnell nochmal spielst oder so. Und es gibt Leute, die sagen sich so, ach nee, neue Sachen will ich nicht kennenlernen. Mir reicht es, eine 798. Partie Catan zu spielen. Ja. Und diese unterschiedlichen Typen, die alle unter einen Hut zu bringen, ist schon fast schwierig und ist unmöglich. Und ich finde es völlig super, wenn es dann für jeden dieser Typen das richtige Spiel oder den richtigen Kanal oder den richtigen Zugang gibt. Und dazu gehört für mich auch ein Bloodborne, das definitiv den Sammler anspricht und der dann einfach alles haben soll und dann exklusiv und ich weiß nicht was alles. Und daneben gibt es dann halt aber auch einfach noch die neue Carcassonne-Version mit jetzt ist da einfach noch 5 neue Promos drin und dann sagt er sich so, ja, da kann ich drauf verzichten. Ja, genau. Chris, was ist denn so ein Kriterium, dass es bei dir da bleibt oder auszieht? Ja, das Ding ist halt, einer der schnellsten Sachen, die bei mir ausziehen, sind immer, wenn es vom Thema her so ein bisschen schwächer ist. Also ich muss dann sagen, wenn es dann wirklich noch irgendwie sich so ein Bauernhof-Thema in meinem Regal oder so versteckt hat, dann wird das definitiv eher ausziehen als ein Space Game zum Beispiel. Ich bin halt durch und durch Nerd und mich sprechen diese ganzen nerdigen Themen an. Sei es jetzt sowas wie Cthulhu Death May Die oder Bloodborne oder was weiß ich, Blood Rage. Ich stehe halt auf so. Ja, ich stehe halt schon darauf, wenn das Thema halt geil ist. Klar, es gibt halt auch Ausnahmen. Ich liebe zum Beispiel auch Spiele wie Wasserkraft und so. Ich spiele auch deutlich lieber Euros als Ameritrash Games. Da geht natürlich dann die Schere zwischen
Mechanik und Thema denn doch schon ein bisschen, also. Ja, aber es wird ja immer besser, muss man ja ehrlich sagen. Also, ne, ich habe jetzt wirklich echt viele Euros hier, die ein anständiges Thema haben. Und ich komme ja auch wirklich prima aus, ohne, glaube ich, einen einzigen Rosenberg in meinem Regal zu haben. Ne, und ja, also das ist, also ich, wenn ich ein Spiel auszieht, dann ich bin da ganz trocken und mach's halt wirklich wie mit dieser BGG-Wertung. Genau wie wenn meine Freundin mich fragt, gucken wir gleich einen Film und dann schlägt sie den Film vor, dann gehe ich erstmal auf Metacritic und gucke erstmal oder so, was ist der Film über einer 8 oder über einer 7? Ja. Und wenn nicht, dann sage ich, Schatz, das ist mir die Zeit so schade. Ja, das hatte ich neulich mit diesem neuen George Clooney-Film, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der irgendwie auf Netflix lief, der so ohne Info irgendwie mal gestartet und gedacht so, ah, die 2 Stunden hätte ich jetzt auch irgendwie mit was anderem verbringen können. Ich meine, natürlich sollte man sich nicht immer blind auf solche Wertungen stürzen. Mhm. Aber sagen wir mal, wenn das ein paar tausend Leute sind und das Ding hat über eine 8, dann kommt das ja irgendwo so her. Und ich werte meine Spiele auch immer so ein bisschen für mich selber. Und ich denke mir, wenn das Spiel nicht mindestens eine 7,5 hat in meinem Wertungsradius, dann kann es auch ruhig gehen. So. Dann, ich muss auch ehrlich sein, ich habe noch nie bereut, irgendein Spiel verkauft zu haben. Also ich habe auch, wir sind ja auch ehrlich, wir kennen ja auch Leute genug und wenn ich ein Spiel irgendwie verkaufe, dann hat das bestimmt immer einer, den ich kenne und dann kann ich es, wenn ich es unbedingt nochmal zocken will, da zocken, aber ja. Also ich finde das ja spannend, dass du sagst, das Thema für dich wichtig ist, aber du gleichzeitig ein Eurospieler bist, weil zum Beispiel Blood Rage ist ein Spiel, wo ich mir denke so, das Thema könnte mir nicht egaler sein, das kommt auch zu null rüber, aber die Mechanik ist so grandios, ich liebe es. Ja, ja, ist schon ich sag euch auch ganz ehrlich, mir ist auch scheißegal, wie gut das Thema umgesetzt ist, mit der Mechanik verzahnt ist. Es geht mir einfach nur um, wie sieht das Material auf dem Tisch aus? Und wenn ich dann jetzt mal, beste Beispiel ist, glaube ich, wie hieß das letzte von Friedemann Friese, Farium oder so? Mhm, ne? Ja. Und wenn ich dann so ein Farium auf dem Tisch habe, oder ich habe jetzt, das muss ich mal kurz durch mein Regal hier blicken, oder was weiß ich, ich habe jetzt hier so ein Wasserkraft oder so, natürlich. Es ist jetzt nicht mal unmittelbar jetzt nur Thema, aber es geht mir dann da auch stark um die Aufmachung. Und ein geiles Thema hat auch meistens eine geile Aufmachung. Ist scheißegal, wie es am Ende dann mit der Mechanik umgesetzt ist. Aber Hauptsache, es sieht halt gut aus. Und ich muss dann auch, glaube ich, ehrlich sagen, ich bin dann auch wirklich so, dass ich mich, sowohl jetzt auch von Kickstarter-Kampagnen und so, wenn ein Spiel mich richtig krass anspricht und Deluxe-Components hat Poker-Chips und was weiß ich nicht alles, dann macht mir das automatisch mehr Spaß, muss ich einfach sagen. Und ich glaube, ich spiele dann am Ende lieber ein Spiel, was pompös aussieht und etwas schwacher ist, als ein Spiel, was übertrieben geile Mechanik ist, aber komplett scheiße aussieht. Also ich erinnere mich jetzt dran, wir hatten mal eine Sendung gemacht, da haben wir alle unsere erste Mega-Review-Sendung, wo jeder von uns mehrere Spiele vorgestellt hat, wo ich am Ende einen relativ langen Monolog zu Scythe abgelassen habe, wo ich 10 Minuten lang erklärt habe, was an dem Spiel alles geil ist und was ich am Ende dann gesagt habe, ich habe es verkauft, weil es mir auf den Sack ging. Matthias, weißt du, welches Spiel gerade auf meinem Schreibtisch liegt? Nee, du hast echt einen Scythe besorgt. Ich habe einen Scythe, ja. Ich habe einen Scythe jetzt Ach hier. Ach Gott, ey, Arne, du bist wirklich unfassbar. Also, weißt du, dieses Spiel macht alles richtig, weil es saugeil ist, aber ich finde es so frustrierend. Und es macht genau eine Stelle, nämlich ganz schlecht, dieser Renncharakter. Ich hasse diesen Renncharakter. Und deswegen ist das Spiel am Ende dann bei mir durchgefloppt, obwohl es eigentlich saugeil ist. Und ich habe meinen Frust nur dadurch besiegen können, indem ich das Ding auf Unknowns gepackt habe und gesagt habe, hier, der Erste, der es kauft, kriegt's. Und weg war's. Und dann habe ich mich wieder gut gefühlt. Ja, ich muss sogar sagen, ich habe es auch komplett hier all-in bemalt, richtig Deluxe und alles aufgepimpt mit Metallmünzen und. Und das ist einer der Spiele, die ich noch nie gewonnen habe, noch nie. Nicht mal annähernd. Das Problem ist, ich habe sogar gewonnen und es hat mich geärgert. Matthias, es liegt nicht verdient. Mit irgendwie so großen Spielpunk, glaube ich. Ja. Ich habe auch so ein extra, keine Ahnung. Ich habe es mir einmal kurz aufgemacht und wieder zugemacht und gedacht, ja, irgendwann ist Lockdown auch mal zu Ende. Habt ihr alle schon eigentlich mal zum Beispiel Nemesis gespielt? Habt ihr das? Ja, natürlich. Ich, ja, war super. Matthias, du auch? Ich habe es hier zu Hause. Ich habe eine Partie gemacht und wir haben uns gesagt, das kann nicht funktionieren. Und dann haben wir nach der Partie festgestellt, wenn ich eine Aktion mache, kostet mich ja jeder Aktionspunkt eine Handkarte. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat.
Und ist seitdem leider nicht nochmal auf den Tisch gekommen, aber dann wissen wir schon mal zumindest beim nächsten Mal, was wir besser machen. Und das ist halt auch ein perfektes Beispiel dafür, dass ich glaube, am Ende des Tages, wenn man das wirklich mal mechanisch komplett runterbricht, ist es, glaube ich, kein übergeniales Spiel. Aber diese ganze Aufmachung von der Optik mit den Miniaturen, mit dem Raumschiff, mit der Art, dass jeder so seine kleine Mission hat, und das ist auch so ein klassisches Spiel, das wäre mit Pappmarkern und allem Zip und Zap, wäre das nicht mal annähernd so hoch geratet, weil das schafft einfach dich mit seinem Material, seinem Thema und der ganzen Optik, schafft es dich in den Bann zu ziehen, obwohl es mechanisch eigentlich gar nicht so stark ist, wenn man mal ehrlich ist. Ich widerspreche. Okay, oh. Ich glaube, also ich bin da mein, ich stimme dir zu, wenn du das mit Pappmarkern gemacht hättest, wäre das wahrscheinlich ein bisschen bär gewesen. Ich glaube, man hätte es optisch schöner machen können. Es ist mir sinnlos düster. Ja, okay. Ich meine, es will dieses Flair einfangen von Alien, dem allerersten Alien-Film. Und der Alien-Film zeichnete sich nicht dadurch aus, dass es düster war. Du hattest helle Gänge. Und trotzdem, weil der Punkt ist, du hast immer nur Sachen gehört. Ich fand auch die Miniaturen viel zu unwuchtig, nicht passend zum Spielfeld. Ich glaube, da hätte man mit schön kleineren Miniaturen oder vielleicht auch irgendwelche genial gestalteten Holzfiguren hätte man da noch eine Menge mehr rausholen können. Ich glaube, das Spiel wäre besser möglich gewesen, aber so wie es ist, ist es schon gut. Ja, ich liebe es auch, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass es das Material da deutlich zu da reinspielt, dass ich es gut finde. Also das, du hast es nicht mehr da. Ich? Ja. Ja, natürlich habe ich es da alles zipp und zapp so. Und bin auch in Lockdown-Kampagne All-In reingegangen. Also das zieht ja auch nicht aus. Aber das ist so ein Ding, das ist einer der wenigen Spiele, die ich sogar schon oft gespielt habe. Und dann gab es aber auch schon ein, zwei Runden, die dann halt überhaupt nicht gut gelaufen sind, weil alles schief ging, jeder Würfelwurf war kacke, Raumschiff schnell kaputt und so. Und irgendwie so richtig unbefriedigende Runden. Und deswegen meine ich so, es ist nicht unbedingt wahrscheinlich das Stärkste, weil ich habe ein Gefühl, so ein mechanisch perfektes Spiel, das hat nie schlechte Runden. Das habe ich so das Gefühl, weißt du? Nee. Ich glaube, der Punkt ist, und ich glaube, das ist der Grund, warum Nemesis so wie es ist, so genial ist. Es kann gar nicht perfekt sein. Und das ist, ja. Der Uli Blendemann hat mal so gesagt, so ein gutes Spiel muss auch Ecken und Kanten haben. Und auch Nemesis hat Ecken und Kanten. Ja, ja. Und ich glaube, das braucht es auch, damit es diesen eigenen Charakter entwickeln kann. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen so metaformuliert. Aber zum Beispiel, du hast dieses Gefühl so, wenn du jetzt Nemesis dann einfach mal kooperativ spielen würdest, dann hast du diese Handkarten und denkst so, schön, ich kann meinen Mitspieler aufhalten. Warum gibt es denn hier keine anderen Karten für den Koop-Modus? Das ist doch Blödsinn. Und dann schmeißt du sie halt ab, damit du halt diese Bezahlung machen kannst. Aber, also klar, man hätte das runder machen können, aber das braucht es nicht. Es funktioniert ja trotzdem so, wie es funktioniert, und es erreicht das, was es erreichen will. Ich meine, es ist ja nicht umsonst in den Top 100 auf BGG relativ schnell hochgekommen, und sogar Asmodee musste feststellen, wir sollten mal nachbestellen und wir sollten vielleicht noch mal nachbestellen, weil die Leute das wollen. Ja, klar. Ja, ist halt eine Konsum, also die Frage war ja auch mit Konsum, und mich interessiert mal eine Frage, die ich euch jetzt auch stellen würde, weil ich bin da leider wirklich, ich muss dann wirklich mich selber opfern in der Position. Dann habe ich mich dann zum Beispiel, erwische ich mich dann, wie ich dann bei Brass Birmingham mir die Pokerchips nachkaufe oder bei Anna Crony im neuen Kickstarter Metall-Cubes kaufe und irgendwie mich dann doch immer erwische, ach, bei dem Kickstarter nehme ich mir dann lieber noch die Erweiterung mit, weil da steht ja Kickstarter exklusiv, und weiß im Endeffekt, ich brauche diese ganzen Sachen nicht, aber ich habe Angst, es zu verpassen, und nehme es mir dann lieber mit und kann es am Endeffekt abgeben, wenn ich es nicht brauche, als hinter mir alles teuer nachkaufen zu müssen. Und jedes Mal schaffen diese ganzen Kampagnen, mich mit diesen ganzen Exklusiv und Deluxe und so zu hooken. Und ich wollte euch mal fragen, seid ihr da genauso? Schaffen die das? Ich spring gleich mal ein. Also wenn ich mache ja nicht so viel Crowdfunding, aber ich habe mir gedacht, ich habe mir so die Regel gemacht, wenn ich da irgendwo mal in so ein Projekt einsteige, dann kaufst du einfach nur die Basisversion. Einfach Base. Obwohl, bei Death Throne hatte ich auch überlegt, zwei Staffeln zu nehmen. Aber da habe ich mir so gedacht, so wenn dann erstmal die Base-Version, weil ganz ehrlich, diesen ganzen Deluxe-Kram, der ändert ja nichts am Spielgefühl. Du hast ja nur dieses Gefühl, ich könnte jetzt was verpassen, aber ja. Ganz ehrlich, ob da jetzt irgendwie ein Holzmarker oder eine kleine Miniatur steht. Das ändert schon das Gefühl. Hä?
Das ändert schon das Gefühl, ob du jetzt deine Pokerchips hast, die du jetzt gerade, mit denen du gerade geklackert hast, ja, oder das dann selber als Pappmarke hast, ist es schon ein anderes Gefühl. Also, wir haben auch, genau, wie oft haben wir gesagt, dass Azul diesen genialen Aufforderungscharakter aufgrund seines Materials hat? Ja. Aber man muss sich doch irgendwie eine neue Version gekauft, das wegen dem Startspiel. Also Arne, ganz ehrlich, du bist da nicht besser. Verraten hat er dich. Das ging aber auch wirklich nicht, dass man ganze Spiele sonst mit diesem. Und dann und kommt dein, da so ein Pappmarker. Das geht ja wirklich und nicht. Und dein King of Tokyo hast du auch ausgetauscht, weil du diese Flauschwürfel haben wolltest. Nee, ich wollte die, weil das jetzt ja quasi gepatcht wurde, das Spiel. Ja. Also der Arne ist, wie du siehst, der Arne ist genauso. Also mich zum Beispiel, ich habe zum Glück bei Brust damals natürlich die Version mit den Pokerchips genommen. Ich würde denen wahrscheinlich nicht hinterherrennen. Mich ärgert das eher, dass ich damals den Death May Die Kickstarter verpasst habe und mir dann so im Nachhinein denke, diese ganzen Extras, die Simon dabei hatte, so mit diesen zusätzlichen Charakteren und den zusätzlichen Bösewichten und so, die hätte ich gerne. Aber 300 € jetzt auf eBay zu bezahlen, das will ich dann doch nicht. Ja, das ist, man kauft sich dann lieber die Sachen, wo man genau weiß, man braucht sie nicht. Als am Ende dann, wenn man sie doch haben möchte, das vierfach dafür zu bezahlen. Und bei Blood Rage habe ich das aber gemacht. Da habe ich mir wirklich jeden einzelnen beschissenen von diesen Promo-Biestern noch besorgt, weil ich einfach sagte, das Spiel will ich vollständig haben, das ist so geil. Kommen wir zu Star Wars Legion. Oh. Zum Thema vollständig. Was? Zum Thema vollständig. Nein, weil ich war jetzt nur so ein. Man muss immer alles haben, ne, Chris? Ja, hör auf, ey. Also, wer den Meeple-Porn-Podcast nicht hört, möchtest du das erzählen, Chris, oder darf ich das machen? Ich erzähl du mal. Ich hör gerne, wie du die Story erzählst. Du hast irgendwie in dem Podcast erzählt, ich möchte wieder ein Skirmish-Game, oder wie nennt man das? Ja. Miniaturenkampf. Ich weiß nicht genau, was jetzt da die genaue, korrekte Bezeichnung ist. Irgendwie sowas, wo man irgendwelche Armeen aufstellt. Und die dann gegeneinander kämpfen lässt. So, das kann man halt auf dem Tisch machen. Oder man kann den Tisch umterraformen, könnte man sagen. Genau. Und sich dort Landschaften kaufen und irgendwelche Ruinen oder irgendwelche Wracks von irgendwelchen AT-ATs sich kauft. Alles. Alles. Und einfach mal konsumiert. Sind wir wieder beim Thema Konsum, ne? Ja, aber Arne, das ist auch, glaube ich, was du nicht nachvollziehen kannst, oder? Nee, das fällt mir echt schwer. Also ich kann mich noch an unsere Warhammer-Zeiten damals erinnern. Und das ist jetzt gut 20 Jahre her. Und da gab es leider so ein Gelände nicht für Geld zu kaufen, sondern wir mussten das selber herstellen. Das sah auch leider so aus, als mussten wir das selber herstellen. Aber du wolltest da nicht eine Pappscheibe oder einen Zettel liegen haben, wo drauf steht, hier Wald oder hier Felsen, sondern du wolltest da etwas hinlegen, was aussieht wie ein Felsen. Welsen? Felsen. Ja, bei uns sah es eher aus wie ein Welsen, weil so ein Felsen war nicht immer zu erkennen. Aber eigentlich, du wolltest Gelände haben. Und dann hat man sich irgendwelche, dann gab es auf irgendwelchen Messen teuer handgemachte Häuschen, die, weiß ich nicht, ein kleines Vermögen gekostet haben, aber da hat man sich das gekauft und dahingestellt und dann hat man auf einmal ein Haus da stehen, um das man kämpfen konnte und das man drumherum sich bewegen musste. Also das macht schon eine ganze Menge aus, wenn du bei so einem Tabletop-Spiel einfach tatsächlich die Landschaft dir ausbaust und nicht einfach nur auf dem Küchentisch spielst, dann schaue ich noch mit der Blümchendecke von Mutti drauf und dann lässt du deine, weiß ich jetzt, bei Warhammer waren es halt meine Chaos-Armee gegen die Armee des Imperiums oder jetzt hier bei Star Wars, da lässt du ja keine Stormtrooper über die Blümchenplastikdecke der Mutti rennen, das sieht ja nicht aus. Da hast du überhaupt nicht das Gefühl, aber wenn du dann einen Sandboden oder eine Unterlage hast, die so eine Sand hat oder Gras ähnlich ist, alles mögliche, dann wirkt das viel, viel geiler. Also, um es mal so zu formulieren, ich habe beim Rollenspiel haben wir immer nur irgendwie da ein Stück Papier genommen und haben da drauf gekrackt und haben gesagt, okay, ich bin jetzt hier und jetzt bin ich hier und das hat völlig ausreichend funktioniert. Ich bin doch schließlich kein Modelleisenbahner, der sich mehr damit beschäftigt, eine schöne Landschaft zu zaubern, durch die die Eisenbahn fährt. Ja, bei Rollenspiel.
Aber bei Tabletop, wo es darum geht, Miniaturen über ein Schlachtfeld zu bewegen. Nee. Beim Tabletop geht es vor allem darum, Miniaturen zu bemalen und Schlachtfelder zu basteln. Das Spielen ist eine zweite Sache. Ja, ist ja. Teil des Hobbys. Ja, genau. Das Spielen ist Teil des Hobbys, so der kleine Anteil, der dabei ist. Naja, wahrscheinlich ist ja auch dieses Erstellen und Anmalen und sowas gehört ja wahrscheinlich alles so mit dazu, ne? Oder wie gesagt, das ist für mich echt so eine Welt, wo ich sage so, nee, lass mal. Ja, ich kann euch nicht mal sagen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich hatte auf einmal war ich, glaube ich war mit einem Potti, mit dem Podgamer war ich zusammen, glaube ich, im Highlander Games in Bochum und dann habe ich da den ganzen Star Wars Legion-Kram rumstehen sehen und irgendwie, dann ist es einfach über mich gekommen. Ich habe die Kontrolle verloren und habe dann einfach angefangen, mir dafür Zeug zu holen und dachte mir so, ja, was holst du dir jetzt? Da war das Neue auf einmal dieses von den neueren Episoden, also es ist nicht von den ganz neuen, sondern von der Episode 1, 2, 3, die Clone Wars. Prequel-Reihe, Serie. Genau. So, da kamen halt die neuen Sets raus. Und ich dachte mir, wenn ich einsteige dann damit, weil wir brauchen gar nicht darüber reden, dass die Prequel-Reihe nicht die besten Filme sind, aber ich muss sagen, dass wenn es jetzt rein ums Spielerische geht, sei es von den Computerspielen her oder sei es von analogen Spielen her, ist es immer die Standard alte Trilogie, immer Luke und Han und Chewie und die ganz normalen Sturmtruppen und Darth Vader, und da kamen jetzt irgendwie wirklich mal diese ganz normalen, die Clone Wars waren mal so für mich ein richtig frisches Gefühl. Und ja, da ich dann halt quasi jetzt auch keinen hatte, der sich dann irgendwie auch eine Armee kauft, musste ich natürlich genug haben für beide Seiten. Und in der Grundbox, da hast du dann, glaube ich, so eine, sagt jetzt zwar den Leuten nichts, aber man baut sich so eine Armee normalerweise, wenn man kämpft, aus 800 Punkten. Das sind verschiedene Itemkarten und verschiedene Einheiten und. Aber wenn du jetzt diese Grundbox kaufst, dann hast du quasi nur 400 Punkte pro Seite. Ja, und dann dachte ich mir, komm, dann holst du jetzt noch mehr, dass du halt zwei richtig schön ausgeglichene Teams hast. Und dann wollte ich ja auch schön spielen, hab mir noch eine Matte dazu geholt und noch Terrain. Da hat sich unsere Community letztes Mal lustig drüber gemacht. Das Wort Terrain. Gelände. Ja, Gelände, genau, Terrain. Und dann habe ich, ja, ich habe am Ende super viel Geld versenkt und die Community meint dann auch so, ja, Chris, jetzt im Ernst, wir kennen dich, du baust davon 4, 5 Miniaturen auf und dann zieht das Ding eh wieder aus. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich zeige euch das jetzt und habe mich da hingesetzt und habe für 900 Euro Miniaturen zusammengebaut und komplett bemalt und Bases gestaltet, allem Zip und Zap innerhalb von 3 Wochen. Einfach nur, und damit. Dann verkauft. Nee. Einfach nur, damit ich sagen kann, hier Leute, hier ist mein Mittelfinger. So, da, einfach nur, ich wollte es einfach den Leuten zeigen, obwohl ich hasse es. Ich hasse Malen und, aber im Endeffekt muss ich sagen, ich habe das Ding gezockt und es ist ein richtig brutal geiles Spiel. Und ich bin wirklich froh, mir die Mühe gemacht zu haben, weil es sieht einfach so brutal sexy aus, wenn ihr die kompletten Armeen da habt mit einem dicken Panzer und die Druidenarmee und dann habt ihr da Druidikas und dann hast du aber auch als Gelände so eine richtig geile Wüstenstadt und hast dann irgendwie noch irgendwelche abgestürzten Flugzeuge da drauf und was weiß ich nicht alles. Und da ist, wir alle sind Nerds, weißt du? Das ist einfach, das sieht so geil aus und das macht einfach mega Bock. Ja. Übrigens, ne, zum Thema Community und so, bei uns im Discord ging auch gerade, dass ich nächste Woche Size verkaufe und im April wieder neu kaufe, also ja, ich glaube, wir haben dieselbe Community. Ist auch nicht besser mal auf dieser Seite. Ey, es gibt immer so Running Gags, die fressen sich in so einer Community ein, ja. Die lassen dich einfach nicht mehr los. Nein. Genau, weil ich einmal gesagt habe, Reichbusters ist ohne 3D-Türen unspielbar. Seitdem muss ich mir jeden Tag bestimmt 5-mal von irgendwelchen Leuten anhören, ohne 3D-Türen. Egal, ich poste irgendein Spiel und die Leute sagen, ja, aber ist doch ohne Türen. Das ist auch eine Frage der Woche, ohne 3D-Türen hier. Ey, boah. Muss mit auf jeden Fall. Nein, aber du hast schon vor, also willst du da jetzt erst das auf dem Status lassen oder
keine Ahnung, kann man denn auch irgendwie Clone Wars gegen, wie heißen denn die neuen, Rey oder sowas, keine Ahnung, ob sie gibt. Ja, du kannst, im Endeffekt kannst du, du hast eine Armee, ob es thematisch passt oder nicht, du kannst auch Imperium gegen die Klone spielen, also, oder was weiß ich, oder du spielst Imperium gegen Separatisten, also, du kannst nur Armeen untereinander nicht mischen. Ich muss auch sagen, ja, auch wenn jetzt Leute sagen, ey, der gehört doch gar nicht in die Prequel-Reihe, ich habe mir jetzt einen original maßstabsgetreuen AT-AT drucken lassen, der, glaube ich, 1 Meter hoch ist und ich glaube 1,30 Meter lang ist oder so, der einfach nur als Gelände auf der Matte steht. Und ja, ich weiß, es passt jetzt halt nicht perfekt, aber ich kann einfach sagen, ja, ist ein Prototyp vom Imperium, die wollen den ja testen, blablabla. Der ist aus der Zukunft rausgefallen. Genau, so. Aber einfach nur, ja, damit er halt da steht, ne? Aber ich kann halt jedem sagen, wenn ihr mal irgendwie einsteigen wollt mit so einem Tabletop, dann ist Legion auf jeden Fall ein richtig interessantes System und hat super viele smarte Mechaniken und ist halt nur regeltechnisch sehr hart einzuarbeiten. Ich glaube, allein das Dossier oder dieses Referenzhandbuch hat, glaube ich, 98 Seiten oder so. Was sagst du zu Menschen wie mir, die sagen, ich kann mit Star Wars nichts anfangen? Warte, dann frage ich dich, guckst du diesen Schmutz, der sich Star Trek nennt? Ich bin auch kein Trekkie. Ja gut, dann ist ach, okay, du, nein. Ach, Matthias findet auch Mandalorian nicht gut. Ja, das war wirklich so, dass meine Kinder gesagt haben, lass uns nach der 4. Folge abbrechen. Ich so, lass uns wenigstens die Staffel zu Ende gucken, aber sie ist ja nur schlechter geworden. Och, Matthias. ey, du, ganz im Ernst, ich kann nicht voll mit leben. Ich weiß halt nicht, warum findest du Star Wars so nicht gut? Das ist erstmal meine Gegenfrage. Was stört dich daran? Was hebt dich nicht ab? Das stört mich überhaupt nichts. Ich find's langweilig. Okay. Also, ich hab Episode 8 und 9 noch nicht gesehen. Episode 7 war für mich okay. Hey, wir haben Episode 4 remaked. Psst. 8 kannst du auch gleich überspringen. Es gibt Leute, die sagen, 8 wäre doof und 9 wäre gut. Es gibt Leute, die sagen, 8 wäre cool und 9 wäre doof. Es ist mir egal, ich hab's halt nicht gesehen. Ich bin jemand, also wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich eher sagen, oh geil, ich guck mir noch ein 4. Mal alle Doctor Who-Folgen an. Ja, muss ich sagen, finde ich auch sexy, aber bin ich irgendwie ab Staffel 2 Mitte irgendwie, habe ich nicht weitergeguckt, warum auch immer. Ach, die Staffel 5, 6, 7, die sind wirklich gut. Aus den 60ern oder welche? Nein. Nee, die ersten 30 Staffeln lassen wir mal weg. Nee, wir reden schon vom Reboot. Gibt's denn irgendeinen Streamingdienst, wo man sich alles reinziehen kann? Oder gibt es irgendwie so eine komplette. Doctor Who ist gerade nichts. Doctor Who leider nicht. Leider nicht. Also, es gab auf Netflix gab's eine Weile lang ab der 5. Staffel, aber das ist leider auch schon wieder weg. Also, wenn es da mal irgendwann so eine komplette Box gibt, dann würde ich mir das auf jeden Fall nochmal reinziehen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ganz geil auf jeden Fall. Ich fand, als ich es gesehen habe, ziemlich swingy, weil irgendwie waren ein paar Folgen richtig geil und ein paar Folgen waren richtig, also das hat so immer so Ups und Downs, finde ich, hat Doctor Who in meinem Erachtens gehabt. Das ist richtig. Bin ich total bei dir. Aber diese Ups und Downs sind auch nötig, weil die Folgen, die nicht so gut sind, geben sich trotzdem Mühe, die Charaktere weiterzuentwickeln. Ja, okay. Und also du hast in der 3. Staffel hast du eine Folge, die ist so ein Leuchtturmfolge und der Schreiber von der war dann der Haupt-Showrunner für die 5. bis 10. Staffel. Und das merkst du an, diese 5. bis 10. Staffel ist so dermaßen gut. Aber um die genießen zu können, musst du die ersten 4 gesehen haben, damit du das auch weißt, was da schon alles an Vorgeschichte drin ist, um das auch zu begreifen, was in diesen Staffeln passiert. Über welche Folge reden wir denn? Willkommen im Doctor Who-Podcast. Nicht blinzeln. Ah. Ja. Das war doch die mit den Engeln, oder? Ja. Okay. Die genau. Erste mit den Engeln. Die erste mit den Engeln. Also die einzig gute mit den Engeln. Es gab doch noch eine in der Zukunft. Nein, ist auch egal. Die spielen alle in der Zukunft. Oder in der Vergangenheit. Die spielen alle in der Zukunft. Oder in der Vergangenheit. wollte er noch eine Frage der Woche haben? Ich habe noch eine, die passt thematisch. Nee, ich würde hatte dieses Konsumthema noch. Ich habe noch ein Thema mal aufgeschrieben. Ja, heute. René, lass mich doch mal die Frage spielen und dann, dann wirst du es hören. Ja, mach doch. Ich mach los. Hallo, liebe Bretterwisser, hier spricht bald wieder der Ralf. Meine Frage der Woche schließt sich ein bisschen an die Diskussion vom Arne letzter Woche an. Und zwar stehe ich gerade vor meinem Spieleregal und schaue auf eine Lieblingskategorie von Spielen von mir, nämlich Spiele, die extrem gut ausgestattet sind und so zwischen 50 und 100 Euro kosten. Also zum Beispiel Scythe von Feuerland oder Endeavor
oder Brass, die Kickstarter-Version oder Glenmore 2 Chronicles oder wie es alles heißt. Teilweise Retail, teilweise die Deluxe-Versionen, teilweise über Kickstarter, teilweise über den Verlag, aber alle so 50 bis 100 Euro. Für mich sind jetzt gerade Spiele, die ich sehr gerne hätte, in diversen Crowdfunding-Plattformen, also Castles of Madkin Ludwig, Dice Throne oder Rococo gibt es jetzt schon vom Verlag zu bestellen. Da reden wir jetzt aber dann zwischen 100 und 200 bei den Castles of Madkin Ludwig, Dice Throne irgendwie zwischen 90 und 450 Euro, wenn man alles will, oder Rococo irgendwie so 120 bis 140 Euro. Opulentes ausgestattet zum Teil, aber für mich persönlich nicht mehr preiswert. Also ich rede nicht von billig oder teuer, aber ein Kennerspiel ist für mich einfach für das, was es ist, nicht mehr preiswert. Mich würde es interessieren, wie steht denn ihr zu der neuen Runde im Preiskrieg und einfach zu den deutlich gestiegenen Preisen? Interessiert es euch noch oder wird es das euch so langsam auch zu viel? Danke und bis bald. Tschüss. Oh, da muss ich gerade zwei Punkte noch, oder einen Punkt auf jeden Fall mit anbringen. Da haben wir letzte Woche schon ganz kurz andiskutiert, und zwar auf dem Pegasus-Event, wo wir letzte Woche, vor zwei Wochen eingeladen waren. Da ging es ja genau um das Thema, bringen jetzt demnächst Cthulhu Wars raus, wo sie vor 3 oder 4 Jahren sagten, das ist so ein teures Spiel, ob das überhaupt einen Markt hat. Und jetzt, nachdem das Spiel jetzt in Anführungszeichen uralt ist, traut sich Pegasus ein Spiel, was deutlich über der 100-Euro-Marke liegt oder liegen wird, nochmal rauszubringen. Also jetzt scheint der Markt da zu sein. Und ich denke mal, das sieht man genauso an den Kickstarter-Sachen und alles Mögliche. Der Markt ist da und man kann jetzt auch teure Spiele rausbringen. Und genauso wie jetzt auch Fantasy Flight hier Descent, die dritte Edition quasi rausbringen wird, was ja auch die 150 berühren wird. 160. 160, na, auf jeden Fall deutlich über der 100er Marke, ne? Also weit, weit weg von 50. Aber der Markt scheint da zu sein. Die Leute sind bereit, dafür Geld auszugeben und dann halt auch nicht wenig. Ja, aber also ich sag mal so, bei so einer Descent-Box, da kriegst du aber auch wirklich eine dicke Kiste geliefert. Und dann sind ja auch ohne Ende Sachen drin. Mich steckt ja bei solchen Sachen immer der Preis nicht ab, sondern die Tatsache, ich soll jetzt auf einmal daneben ein iPad haben mit irgendwie einer App rennen. Und darauf habe ich keinen Bock. Das wird mich davon abhalten, Descent 3 zu kaufen. Ja, wobei ich immer noch denke, dass Fantasy Flight, die es bis jetzt am besten mit eingebunden haben. Möchte ich dir nicht widersprechen. Ich habe bloß kein iPad, das ich mir daneben legen kann. Und nur zumindest auf meinem iPad 1 funktioniert es nicht. iPad 1. Aber wie gesagt, ich denke einfach, da die Leute sind bereit, dafür Geld auszugeben. Auf jeden Fall. Ja. Ja, hat sich das dann gedreht? Also hat sich das wirklich gedreht? Also ich meine, Chris, also ihr seid jetzt, ihr habt wahrscheinlich gerade so wahrscheinlich auch schon ein bisschen geschmunzelt, wo der Ralf sagt, irgendwie zwischen 50 und 100 Euro, da denkt ihr so, okay, da steige ich bei, das ist das Porto für den Kickstarter. So ja, pass auf, das Ding ist, man muss es ja auch einfach mal gesund betrachten. Und ich sag da ganz klar, dass jetzt ich und die Jungs aus meinem Podcast teilweise, obwohl Selçuk und Daniel sind da ein bisschen, bremsen sich da ein bisschen besser. Aber Stefan und ich, wir haben definitiv ein richtig ungesundes Konsumverhalten. Sodass man teilweise, wenn du mich dann fragst, was hat das denn das Spiel gekostet, dann kann ich es dir halt manchmal nicht mal sagen. Und das ist halt eigentlich nicht in Ordnung. Ich sehe halt ein Spiel und dann hole ich es mir. Muss aber auch dazu sagen, ich habe halt auch einfach, ich habe keine Kinder und so. Und sind das dann so einfach die Sachen, die ich mir gönne. Das ist halt wirklich meine Hauptausgabe ist es halt Brettspiele. Und ich sag mir ist es jetzt irgendwie, mir ist ein Kingdom Death Monster, ist es die 400 Dollar wert, mir ist es ein Hyperspace All-In 450 Dollar wert oder mir ist jetzt ein All-In von Frostpunk ist mir da auch irgendwie, was weiß ich, keine seine 200 wert oder solche Sachen. Aber im Endeffekt finde ich schon, dass es keine
keine gute Tendenz annimmt, weil wenn ich jetzt mal betrachte, was zum Beispiel die Retail-Preise von den Lacerda-Dingern sind, das, glaube ich, ein Kanban kostet jetzt, glaube ich, so Retail, lass mich nicht lügen, so um die 140 Euro. Und, 159. 109, das ist, nein, dann sage ich auch ganz klar, so, ich glaube, ich habe im Kickstarter irgendwie 100 bezahlt oder so, aber 159 ist meiner Meinung nach Top-Notch-Material, perfekt, perfekte Mechanik. Das ist wirklich eigentlich an diesen ganzen Lacerda-Dingern hast du fast keinen einzigen Makel. Aber 160 Euro für so ein Standard-Euro, das sind Ausmaße, die ich habe mich damals, ich war damals ganz vorne an der Front, als Terraforming Mars rauskam, wo ich mich dann so, das Spiel kostet irgendwie 60 Euro, guckt euch das Material an und bla. Ja klar, am Ende muss man aber, man bezahlt ja auch für die Idee und was dahinter steckt. Und ich, ja klar, wenn du jetzt in mein Regal guckst, Foodchain-Magnat, das ist richtig hässlich, es hat richtig billiges Material, aber im Endeffekt ist das so oft schon bei mir auf den Tisch gekommen, dass sich da das Geld für lohnt. Ne, also es ist dann, man muss halt am Ende mal gucken, wie oft wirst du ein Spiel spielen, und wenn du dann 160 Euro von Kanban ausgibst und das aber dreimal im Monat spielst, dann ist das Geld gut investiert, aber wir gehen auf jeden Fall in eine Richtung, die schon echt heftig ist. Vor allen Dingen für Leute, die nicht so viel Geld haben, die vielleicht ein paar Kinder haben, die jetzt finanziell nicht so gut aufgestellt sind und wenn die wollen dann auch vielleicht die coolen Spiele spielen, die ihre Freunde in irgendwelchen Brettspielgruppen auf Facebook oder so spielen. Aber die sind dann froh, wenn sie sich dann quasi mal irgendwie, was weiß ich, den neuen Rosenberg irgendwie kaufen können. Ne? Und dann, ich meine, für so ein Spiel wie Kanban, da kriegst du drei gute Euro-Games für, weißt du, was ich meine? Begrüßen wir jetzt auch unseren Verlagsmitarbeiter von Frosted Games im Nein. Der ist heute nicht da. Ben würde jetzt, wenn Ben hier wäre, würde er dir erklären, dass wenn Kanban 160 kostet, dann wahrscheinlich, weil das auch das wert ist, damit alle daran Beteiligten ordentlich bezahlt werden können. Weil Fakt ist tatsächlich, wirklich Geld verdienen tun sehr wenige in diesem gesamten Business. Ja, klar. Und dafür, weil die meisten Spiele einfach zu billig sind. Außer du machst solche Massen, dass du wie Cosmos 1,5 Millionen Exit-Kisten verkaufen kannst. Naja, aber ihr habt ja demnächst auch ein Spiel für irgendwie weit über ein Hunderter im Programm, das Clash of Cultures. Ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich heute irgendwas geschnitten habe, was da vielleicht in dem Bereich unterwegs ist. Aber da habt ihr ja vorher auch den Markt abgeklopft, ob sich das lohnen würde. Nee, das Problem war einfach, da waren wir darauf angewiesen, dass der Markt sagte, ja, wir sind dazu bereit, weil ansonsten kann man das nicht vorfinanzieren. Das ist ja das Problem. Ja, aber anscheinend scheint ja der Markt soweit zu sein oder bereit zu sein, sonst hättet ihr es ja nicht gemacht. Oder würdet ihr es nicht machen wollen? Ne? Also Fakt ist einfach, der Markt ist gewachsen. Gehen wir mal kurz wieder zurück zu den Bretterwissern. Also der Markt ist gewachsen und er ist wirklich in einem Maße gewachsen, wo die Leute sagen immer, ja, das ist eine große Blase, aber da ist keine Blase, sondern das ist wirklich ein Wachstum in dem Markt. Da sind dann nicht mehr die 150.000, sondern da sind über 200.000 auf das Spiel gewesen 2019. Da waren unendliche Massen von Leuten, und das waren auch wirklich Leute, nicht nur, oh, die sind alle älter geworden, sondern da sind auch wirklich Jüngere in großen Mengen hinzugekommen. Wenn du dir guckst, wie viele Leute sind in dieses Hobby reingekommen, die haben vor 10 Jahren keine Brettspiele gespielt. Zum Teil haben sie vor 5 Jahren noch nicht mal Brettspiele gespielt. Für die, wenn ich denen sage, hier, guck mal, es gab Kanban schon vorher in der ersten Version, sagen sie, echt? Wow. Diese Vergrößerung der insgesamt, erinnert dich, ich habe mal irgendwann über eine Spielerpyramide geredet. Irgendwann in einer dieser anderen 360 Folgen. Schon das dritte Mal, dass wir auf irgendeine andere Sendung verweisen. Sehr gut. Wie so alte diese Spielerpyramide, Leute. Das ist. Chris, ich weiß nicht, ob du die Spielerpyramide kennst, die besagt halt, du hast unten hast du eine Basis, das sind die Leute, die da mal reinschnuppern, die sich das mal angucken. Dann hast du darüber so die, also im OP hatten wir das immer, also im Organized Play, ich sollte immer aussprechen, sagt der Arne. Genau. Also im Organized Play hatten wir immer die Leute, die dann hieß es so, okay, und so viele Leute spielen auf einem Ladenturnier, so viele Leute spielen auf einem Regional, auf einem National oder auf einer Weltmeisterschaft, damit man sieht, okay, wie ist das denn? Und es gibt Pyramiden, die sind zu breit, siehe Pokémon, wo ganz, ganz viele sich das angucken, aber es spielt eigentlich keiner. Und dann gibt es welche, die sind zu schmal, siehe Yu-Gi-Oh!, da spielen die Leute auf einem ganzen Hardcore-Level, aber es wachsen nicht genug von unten nach.
Und wenn du eine schöne Pyramide hast, die schön breitmäßig gleichmäßig aufgestellt ist, dann wachsen von unten immer wieder Leute nach. Leute gucken sich das an, beschäftigen sich damit, ungefähr 70% fallen raus, 30% bleiben hängen und steigen langsam in dieser Pyramide auf. Und wenn ich das jetzt mal auf eine Einkaufsebene packe, heißt das so, das, was an Leuten gewachsen ist, ist auf allen Ebenen gewachsen. So wie Leute dazugekommen sind, die sagen, okay, ich spiele ein Uno, ich spiele ein Monopoly, ich gucke mir mal das Spiel des Jahres an, sind auch mehr Leute dazugekommen, die sagen, ich bin bereit, 50 Euro für ein Spiel auszugeben, und es sind noch mehr Leute dazugekommen, die gesagt haben, ich bin bereit, 100 Euro für ein Spiel auszugeben. Ich muss gerade dann denken, in unserer allerersten Folge hatten wir, glaube ich, über Caverna geredet und wie wir noch damals gesagt haben, boah, 70 Euro ist das scheiße teuer und so. Darüber redet heute keiner mehr. 70 Euro, ja, hier, komm, hast du. Ja, das, also du meinst, das ist, also dieses Wachstum auf die höherpreisigen Spiele, nenne ich es jetzt einfach mal so, ist jetzt von neuen Leuten gekommen oder ist das von Leuten gekommen, die jetzt irgendwie sagen so, ey, jetzt will ich aber doch mal eine geilere Ausstattung. Beides, also, beides. Was ich damit sagen will, ist, dass es sind so viele Spieler in dieses Hobby mit reingekommen. Die Menge der Spieler ist so weit gewachsen, dass einfach der prozentuale Anteil an Leuten, die bereit sind, mehr Geld für dieses Hobby auszugeben, weil es tatsächlich ihr Hobby ist, weil sie sagen, ich bin nicht der Computerspieler, der nebenbei ein Brettspiel spielt, ich bin nicht der Briefmarkensammler, der nebenbei ein Brettspiel spielt, sondern sagen, ich bin der Brettspieler, der nebenbei vielleicht ein paar Briefmarken sammelt. Dass die einfach sagen, und ich will auch Geld in meinem Hobby investieren. Und da sage ich mir, dann kostet das Ding halt 100 Euro. Finde mal einen, der sich beschwert, dass die Modelleisenbahn, dass diese paar Bäume, die sie sich da hinstellen, dass die 100 Euro kosten. Also nicht das Stück, aber so sagen, weißt du, die stellen da 5 Stück hin und dann hast du das Gefühl, okay, 20 Euro das Baum, das ist auch nicht schlecht. Das addiert sich einfach. Und wenn du eine größere Anlage anwirfst, sorry, dass ich jetzt nochmal die Modelleisenbahner bewege. ich habe euch alle lieb, ihr könnt euer Hobby frönen, ist es für mich nur nicht nachvollziehbar, das ist auch in Ordnung. Dafür darf auch mein Hobby für euch nicht nachvollziehbar sein. Aber dein Hobby ist auch so, für mich nicht nachvollziehbar. Das ist einfach etwas, wo man sagt, es ist mein Hobby, da möchte ich natürlich Geld drin ausgeben. Das ist das, womit ich meine Freizeit verwende. Wozu verdiene ich mein Geld, wenn ich es nicht in meine Freizeit stecke? Und wenn meine Freizeit Brettspiele sind, dann investiere ich in Brettspiele. Und dann ist es auch so, dass man sagt so, boah, 160 Euro. Und wir dürfen nicht vergessen, da sind auch genug Leute dabei, die sagen, okay, ich kaufe es mir für 160 Euro, ich spiele es und dann kommt der Chris und sagt, das hat mir beim ersten Mal nicht gefallen, wird gleich wieder verkauft. Und dann verkaufen sie es vielleicht nur für 150 Euro. Und dann hat ihnen dieses eine Spiel 10 Euro gekostet, ungefähr so viel wie ein Kinogang. Und dann, das war es dann wert. Ja, ja. So, das war jetzt eine. Ja, aber so habe ich das ja auch manchmal. Also ich kaufe mir dann auch, ne, dann kommt der Death Metal gekauft und dann ist es cool, aber so, so langfristig gedacht, so halbes Kalax. Ne? Bei Meeple-Porn wird auch gerne mal in Kalax-Fächern gerechnet. Ja, das ist eine gute Währung. Gute Währung. Ich habe keinen Kallax. Du weißt aber, wie groß ein Kallax-Fach ist. Und ja, das ist ein blödes Format. Der Kallax ist für Langspielplatten gemacht. Da passen diese 38 Zentimeter passen keine anständigen Spieleschachteln rein. Was Matthias, du da Luft verschwendest. Matthias kennt die Höhe von einem Kallax ganz gut. Also durchgehen, dann weiß er, ob es ein Kallax ist oder nicht. Nee, Matthias, du könntest es auch ändern. Du machst einfach Spieleschachteln, die so genau reinpassen. So. Dafür ist doch Ship Theory Games da. Die machen dann eine Too Many Bones Sammlerbox, die leer ist, verkaufen die für 100 Dollar. Dann kannst du es in deinen Kallax fahren. Die passt perfekt rein. Die haben sie von außen noch schön beklebt mit schönen Dings. Ist völlig egal, weil du es nicht siehst, weil es exakt ins Kallax-Fach reinpasst. Und da ist dann die gesamte Sammlung drin. Also, stopp. Ich habe diese Box gekauft. Halt, stopp. Und sie ist nicht ganz leer. Man muss halt sagen, das war jetzt ein gutes Beispiel. Aber im Endeffekt hilft sie enorm, weil hast du alles von Too Many Bones, hast du 20 verschiedene Kartons und hast jetzt die Möglichkeit, alles in einen großen zu packen. Und da alle Brettspiel-Nerds ja auch einen Sortierfetisch haben, ist er damit richtig befriedigt. Bin ich bei dir, aber mein innerer Monk sagt, ich finde die Schachtel nicht passend gestaltet. Also für meinen inneren Monk ist sie nicht gut gestaltet. Ich hätte sie anders gemacht. Und das ist wieder so ein Punkt, so, warum machen sie es nicht so, wie ich es haben will? Ja, aber kannst du anrufen. Ich bin total bei dir. Das ist für den Sammler ist das total geil. Und es ist bestimmt auch sein Geld wert. Ich habe es mir halt nicht besorgt. Aber das ist einfach so ein schönes Spiel. Und
Ja, also gut. Ich bin halt kein Kallax-Mensch. Wir waren beim Kallax stehen geblieben. Lasst uns wieder zurück zum Kallax. Wenn jetzt ein Verlag mal Too Many Bones auf Deutsch machen würde, das wäre auch. Ach, wenn ich das gedurft hätte, glaubt mir, ich hätte es gemacht. Insider, wir sollen nicht so. Was ist eigentlich aus der deutschen Version geworden, die da irgendwie. Ich meine, ich kenne jemanden, der da, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es sind auch irgendwie nur halbe Infos. Ich glaube, es ist gerade wer am Übersetzen und ich glaube, es kommt dann quasi für alles ein deutsches Upgrade-Kit raus. Ja, aber ja, das Upgrade-Kit ist nur, dass du die Plastikkarten und die Spieleablagen komplett auf Deutsch kriegst. Die Spielmatten sind weiterhin auf Englisch. Also. Achso, okay, ja gut. Ja, genau, der Timo. Aber die Info ist ja auch schon über ein Jahr alt und bei dem tut sich da auch nichts. Das ist viel zu übersetzen. Das dürfte sich da ordentlich durcharbeiten. Ja. Also ich hätte es gern gemacht, aber ich hätte es komplett auf Deutsch gemacht. Und zwar auch die Spielmatten und alles. Und da sind wir uns nicht einig geworden, was sehr traurig ist. Aber so ist das und das sei Chip Theory gelassen. Ich bin mir sicher, der Timo, der ist halt wirklich Fan. Ich bin mir sicher, der macht das nicht halbherzig. Der wird da auch ordentlich viel Herzblut reinstecken. Und ich finde das total toll, wenn noch mehr Leute Too Many Bones kennenlernen. An dieser Stelle zeigt der Schuldfinger wieder Richtung René, der das Spiel vorgestellt hat. René, du darfst keine Spiele mehr in dieser Sendung vorstellen, weil das kostet uns alle Geld. Oder es bringt eine Menge Geld. Katsching. Ja, nee. Ah, so. Ja, aber was war mal die grobe Grundfrage war Entwicklung der Preise und so, ne, genau. Meint ihr nicht auch, dass das Kickstarter nicht schuld daran ist, dass das irgendwie so die Form angenommen hat? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kickstarter immer mehr vorgegeben hat, wie teuer Brettspiele auch sein können und dass dadurch die Leute sehen, okay, die Leute sind ja scheinbar bereit zu zahlen. Ja, aber es kommt doch auch darauf an, aus welchem Hobby du kommst. Wenn ich jetzt sehe, wir haben früher ohne Ende Rollenspiel gemacht. Und da hast du ja auch das Grundregelwerk dir gekauft, dann hast du noch alle Erweiterungsbücher, die es nicht sonst irgendwo noch gab, alles gekauft. Du hast auch jedes Mal alles gekauft und dann nach 5 Jahren hieß es, so, jetzt kommt die nächste Edition. Du kannst deine ganzen Bücher einmal wegschmeißen und investierst wieder, weil du möchtest ja trotzdem weiterspielen und auch in der neuesten Version. Alles weiter. Dann hast du, weil haben wir auch, ich merke gerade, ich habe zu viel teuren Kram gespielt, Tabletop-Sachen gespielt. Warhammer, ein Geldgrab ohne Ende, ja. Die kamen ja auch jedes Mal hier. Musst du eine Armee, dann brauchst du das und das und das. Oh, jetzt gibt es ein neues Regelwerk. Gleichzeitig musst du aber auch neue Armeen kaufen, weil wir haben ja die Miniaturen geändert und jetzt haben wir hier White Metal, das ist nicht mehr so giftig wie das andere. Und jetzt machen wir das Metal-Zeug wieder weg und machen wieder Plastik und hin und her. Und wenn du dann jetzt hier natürlich hinkommst und sagst, ja, für ein Spiel zahle ich 100 Euro, ja, da habe ich noch nicht mal eine halbe Armee bekommen. Oder hier, ja, Star Wars Legion, 900 Euro. Ja. Bei Magic kriegst du für 100 Euro nicht mal ein turnierfähiges Deck. Ein Display. Da bist du bei 100 Euro, da kannst du sagen, okay, das ist so ein Aufwärmer. Ja, es ist so. Ja, ich muss auch sagen, im Endeffekt, was mich auch immer darin bestärkt, mich selber zu, ne, man redet sich ja selber immer seine Käufe gut und begründet sich so das, ja, warum bezahle ich das hier? Ja, deswegen. Und einer der Hauptgründe ist ja immer, zumindest das Gefühl habe ich, dass Brettspiele haben ein sehr geringes Risiko, überhaupt großartig im Preis zu sinken. Es ist meistens eher sogar das Gegenteil. Und wenn ich mir dann mal gucke, beispielsweise ein guter Freund von mir, der Daniel, der hat, Leute, lasst mich nicht lügen, ey, tausende Spiele, aber digital, halt für alle Konsolen. Und wenn ich mir denke, ja gut, wenn der die jetzt verkaufen würde bei GameStop, dann könntest du davon dir für ein Kingdom Death Monster All In kaufen und dann ist das Geld schon weg. Ja. Das ist halt, also, aber in anderen Genres und in anderen Hobbys, da ist das Geld, wenn du es ausgibst, quasi fast immer sofort verbrannt. Ja, Computerspiele, also ist ja wirklich so. Also, es gibt halt ein paar preisstabile, das ist dann so ein FIFA, was dann irgendwie so 10 Monate preisstabil ist und dann wird es verramscht für einen Fünfer. Aber so ein Call of Duty ist halt ein Jahr preisstabil und dann kommt halt das Neue und dann. Ja, das passiert im Hobby halt nicht, ne? Aber andere Sachen sind dann halt wirklich, kriegst du halt irgendwie nach einer Woche irgendwie für 20 Euro weniger. Also, um es mal so zu sagen, natürlich, klar, es gibt, mein Blood Rage werde ich wahrscheinlich mit dem ganzen exklusiven Kickstarter-Kram noch für einen Preislos, der halbwegs in die Nähe kommt von dem, was ich dafür ausgegeben habe oder beziehungsweise was ich günstigstenfalls dafür hätte ausgeben können. Aber es gibt so viele Spiele, die sind nicht mal die Hälfte von dem Wert, was du dafür bezahlst, weil sie, sag ich jetzt mal, eher Massenware sind.
Also, ja, cool. Ich meine, also das ist jetzt nicht das, was in deinem Bereich ist, weil tatsächlich das, der Bereich Brettspielen ja tatsächlich ein deutlich größeres Hobby ist. Aber mehr oder weniger all das, was du bei Karstadt oder Kaufhof kaufen kannst, das ist, nachdem du es gekauft hast, weniger als die Hälfte wert. Ey, Chris, ja, wann hast du das letzte Spiel bei Karstadt oder Kaufhof gekauft? Boah. ja, warte, pass auf. Und zwar vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, weil Selçuk uns jede Folge gefühlt auf den Sack gegangen ist mit Kuhhandel Master oder wie das heißt. Ich mir das dann da einfach in der Mittagspause geholt habe, weil ich Langeweile hatte. Und dann haben willst sagen, du bist dran schuld, du und deinergleichen, ihr seid dran schuld, dass Kaufhof gerade vor die Hunde geht. Aber hier, Breaking News. Während wir hier podcasten, backt Matthias auf Kickstarter neue Spiele. Ich wurde gerade darüber informiert. Hallo, hallo. Welches ist es denn? Das ist der Vorteil, wenn man nicht mit Video aufnimmt. Ja. Welches ist es denn? 1860 Railways of the Isle of Wight. Natürlich. Oh, da bin ich auch schon ganz scharf drauf. So viel Konsumverhalten. Auf wie viel Kickstarter-Auslieferung wartet ihr denn überhaupt im Schnitt noch so? Lass mich nachdenken. Null. Boah, das ist stark. Ja, ich habe auch zwei mitgemacht, glaube ich. Doch, einen Kickstarter. Nee, einmal Hunter und Kron Kickstarter, glaube ich. Gab es mal BerlinCon. Die ersten Tickets waren damals auch über Kickstarter. Dann hatte ich ja das Human Punishment, das war, glaube ich, auch Kickstarter. Und dann hatte ich noch das Undaunted, hatte ich mir bei der Spieleschmiede. Das schmeiße ich mal in einen Topf, aber das ist alles da. Und zum Dice Throne konnte ich mich jetzt nicht durchringen, weil Chris es mir ausgeredet hat. Ja, es ist ein cooles Ding, aber es ist definitiv sein. Also, jetzt, ich rede nicht vom Material, ja. Sondern rein vom Spielerischen ist es seinen Preis nicht wert. Ist halt einfach so. Muss man ehrlich sein. Also für mich zumindest, ne? Ja. Gut, aber René hat bestimmt eine größere Zahl als 0. 12. Boah, okay, das ist gut. 42. Das schmeckt nicht wirklich, oder? Echt? Ja, wirklich. Okay, gut. Und ich komme hier gerade vor wie das letzte Konsumopfer und da haben wir quasi den König des Konsums sitzen. Dazu muss ich aber auch sagen, das ist rückläufiger. Das war mal viel, viel mehr. Ich bin wählerischer geworden, was meine Kickstarter betrifft. Okay, aber ja, puh. Also, dann bin ich ja. Ja. Dann ist es und ja bei Matthias, wirklich so. Der wartet denn nicht auf die Kickstarter, sondern er klickt eins und morgen kommt irgendeins. Ja, da kommt irgendwas und dann freue ich mich, dann wird es auf den Tisch gepackt. Aber dann ist es auch so, ich sag mir auch genau, das ist so, hat mir nicht gefallen, dann kommt es auch weg. Also. Ich habe, glaube ich, gerade gezählt, ich glaube, ich bin bei 25 ungefähr. Na, ist doch auch nicht das so wenig. Mich aber. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Leben bei 12. Hurra! Und ich bin derjenige, der sich ärgert, dass er Altarquest ignoriert hatte. Echt? Ja, das habe ich auch gemacht. Muss ich mich outen? Ich finde, Dungeon Crawler sind am uninteressantesten für mich in unserem ganzen Hobby. Ich spiele mal gelegentlich gerne welchen mit, aber Kampagnenspiele sind echt für mich ein rotes Tuch. Der Digger, der kauft sich dumm und dämlich an Kampagnenspielen, hat wirklich ein Kampagnen-Kickstarter nach dem anderen trudelt bei dem rein und hat, glaube ich, noch keinen einzigen durchgespielt. Also das ist das beste Zeichen dafür. So, du kommst dann immer, die Dinger kommen und du zockst sie nicht durch. Also ne, das ist meistens so. Also ich kann zumindest sagen, ich habe sämtliche Zombie-Sideboxen, die ich hier zu Hause habe, mit meiner Frau komplett durchgespielt. Alle Szenarien, die drin waren. Aber ich bin auch jemand, der spielt dann jeden Abend einfach mal zwei Runden irgendwas. Also meine Frau ärgert sich ja, dass ich hier vor dem Mikro hocke und mit euch aufnehme, statt mit ihr was zu spielen. Die hat morgen hast du dann frei. Ja, den Rest der Woche werde ich mit dir spielen. Ich habe ja zum Beispiel für mich die Regel, also keine englischen Spiele. Das heißt, ich bin bei Kickstarter schon mal gut geschützt. Schon relativ. Oh, meistens zumindest. Ja, und dann denke ich mir auch immer so. Es wird immer weniger, ne? Ja, es wird schwindet. Ja, ihr hört mich ja auch schon öfter das davon reden. So. Also jetzt war ja irgendwie bei der Pledge Manager irgendwie von Endless Winter nochmal offen und da habe ich so gedacht, so, guck's hier nochmal an und vielleicht gehst du da doch noch. Bin ich auch All-In. Ohne Macht hat. Macht kommt. Auf jeden Fall, hast du doch Geld gespart vor Dice Wars, in Dice Throne. So kann ich mir jetzt auch noch schön reden, meinst du? Da hast du im Endeffekt auch ein richtig gutes Spiel sogar. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob die deutsche Version was taugt. Ja, willst du. Aber was ich ja mittlerweile viel schlimmer finde, ist, neben dem ganzen Kickstarter-Kram, ist ja auch dieses Late-Pledge, ne? Und letztlich habe ich eine Seite gefunden, die listet das ja auch noch alles auf. Da kriegst du eine Liste aller Late-Pledges, die noch offen sind, wo du noch mitmachen kannst.
Geil. Oh, für Chris bricht gerade eine Welt zusammen. Ich muss sagen, ich kenne sie zum Glück und bin aber noch nicht einmal schwach geworden, weil ich, wir müssen ja sagen, wir jetzt quasi hier in unserer Podcast-Blase und so, wir haben ja auch alle irgendwie unsere Communities. Und wir haben halt gerade mit unserer Meeple-Porn-Community haben wir halt so eine, oder mit der Boardgame-Digger-Community auch, haben wir so eine riesige Community, die sehr viel postet, wo sehr viel Austausch ist. Und wir haben ja auch selber so ein Kickstarter-Programm, was wir jetzt zweimal im Monat machen, irgendwie auf Twitch. Und wir beschäftigen uns halt mit dem Thema viel. Das heißt, mir geht eigentlich keine Kampagne so wirklich durch die Lappen. Und wenn ich mich während der Kampagne für irgendwas interessiere oder auch nicht, ich informiere mich über die meisten Sachen, dann bin ich mir auch eigentlich immer sicher, dass ich danach nicht mehr schwach werde. Weil wenn ich wackelig bin mit einer Entscheidung, dann gehe ich mit einem Euro rein und habe mich quasi eh schon in den Pledge Manager eingekauft. Aber zu 80% werde ich dann, wenn ich mit einem Euro nur drin war, hinterher auch bleibe ich auch hart so. Wie es jetzt bei Darkest Dungeon war. Da ist der Pledge Manager jetzt aufgegangen und ja, interessiert mich doch nicht mehr. Darkest Dungeon. Wollte ich immer mal spielen auf der PlayStation. Ja, da ist es super. Aber ich glaube, die Dungeon-Crawl-Umsetzung ist ja eh nicht so mein Genre. Ich wäre jetzt schwach geworden wegen dem Thema. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, das weißt du, Bloodborne, das Boardgame, das ist richtig gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Mir gefällt es sehr gut. Ich finde, du hast die ganze Zeit dieses Bloodborne-Feeling. Und es macht mir auch echt Spaß. Und ich glaube aber, dass bei Darkest Dungeon, es fühlt sich, glaube ich, hinterher nicht so krass an wie die digitale Umsetzung, weil die digitale Umsetzung ist ja so ein Side-Scroller. Und du läufst halt von links nach rechts und hast dann da deine Kämpfe. Und das so umgesetzt auf einen 3D-Feld, wo du halt quasi in alle Richtungen laufen kannst und dann noch super viel Verwaltungsaufwand mit irgendwelchen Statuseffekten. Dann hast du da Blutung, dann hast du da Gift, dann hast du da dies und musst die ganze Zeit nur Plättchen und musst dich kümmern. Und ich glaube, dann bleibe ich bei Darkest Dungeon einfach beim Digitalen. Ne? Und der Sprecher fehlt. Ja, genau, die Thematik halt. Ja. Ach, die nicht Thematik, sondern hier das ganze Feeling von der Musik und so. Und ja, ich muss sagen, diese Late-Pledge-Seite, wie heißt die nochmal? BG Late-Pledge. BG Late-Pledge, genau. Bin ich bisher noch nicht schwach geworden, aber es ist, viele Leute werden da immer oft schwach. Ja, mein Problem ist dann immer nur, dass, wenn ich dann sehe, so, ich habe das damals Anachrony, das erste gekickstartet, dann gab es die Erweiterung und ich so, jetzt noch die Erweiterung und so. Und dann bin ich da halt nicht schwach geworden, habe ich es ausgelassen und dann kommt es an und dann jubeln wieder die ganzen Anachrony-Fans, wie geil doch die Erweiterung ist. Und denke ich mir so, hätte ich mir jetzt auch noch diesen Babysarg zulegen sollen? Kriege ich den jetzt noch irgendwo? Ja, ist riesig, das Ding. Also ich habe es ja auch stehen und das Einsortieren war wirklich ein Krampf. Es war fast so schlimm wie das Einsortieren von der neuen Millennium Blades-Erweiterung. Aber irgendwie ist es dann doch wieder ganz geil, wenn du irgendwie so eine riesen Box hast, wo der ganze Scheiß reinpasst. Aber ganz ehrlich, Millennium Blades? Ich meine, da haben wir uns im Discord auch schon drüber ausgelassen, Hesi und ich. Das ist doch eigentlich ein Unding, dass sie da zwei Schachteln jetzt reingemacht haben, oder? Mega asozial. Also ich glaube, das wurde auch so nicht kommuniziert, habe ich das Gefühl. Ich meine immer, sowohl in den Bildern als auch in der Kampagne gab es immer eine große Conclusion-Box. Und jetzt hast du hier wieder so einen kompletten Kallax-Sprenger, weißt du, der fast ein ganzes Fach wegklaut. Kallax-Buster. Ja, ich habe dafür habe ich nicht bezahlt, weißt du? Ist ja, und das Ding, ich war komplett verwundert, als ich das ausgepackt habe. Ich so, hä? Ja. Ja. Aber so passt halt auch genau ein Exemplar in einen Case, also in eine Pappschachtel, das ist doch auch okay. Aber für alle, die es von euren Hörern, die es noch nicht gespielt haben, das ist ein mördergeiles Game. Leider nur auf Englisch, aber es ist mega geil. Chris, wie wäre es, wenn ihr regelmäßig darauf hinweist, der Ben soll sich mal den Arsch zusammenkneifen und zustimmen, dass ich das Spiel auf Deutsch mache? Wieso? Was hat der Ben denn dagegen? Das ist einer der geilsten Spiele und ich kenne noch keinen, der es gespielt hat. Es macht Arbeit! Ja, aber dafür hast du ihn doch. Also ich liebe wirklich Millennium Blades, ich bin aber auch alter TCG-Hase. Es ist so grandios. Die Menge an Arbeit, die man da reinstecken müsste, für die Menge, die man wahrscheinlich verkauft, das ist so ein kleines, sage ich jetzt mal, Scherchen, das auseinandergeht.
Aber das wäre wirklich so ein Träumchen. Das aber sind wir doch mal ehrlich. Natürlich ist es eine Totschlagmenge an Karten. Aber es ist wirklich nicht viel Text und es ist kein kompliziertes Englisch. Also das schafft der Ben, würde ich sagen, in zwei Nachtschichten. Arne googelt Millennium Blade. Es ist also für alle Leute, die es noch nicht gespielt haben, oder habt ihr schon mal drüber geredet oder soll ich es mal kurz beschreiben? Nee, ja, schreibt mal kurz. Also ich würde sagen, also ihr spielt quasi in Millennium Blades einen Spieler, der ein Sammelkartenspiel spielt. So. Und quasi jede Runde läuft halt in drei verschiedenen Echtzeitphasen ab. Dann habt ihr quasi jedes Mal einen Timer mit 10 und 15 Minuten, wo ihr quasi auf den Markt gehen könnt. Ihr könnt euch Kartenpakete kaufen, ihr könnt Karten wieder verkaufen, ihr könnt Karten mit euren Mitspielern tauschen und ihr versucht euch halt einmal ein Deck aufzubauen, mit dem ihr danach in einem Turnier kämpfen könnt und einmal versucht euch eine Sammlung aufzubauen. Wenn dann diese Zeit abgelaufen ist, dann dreht man sein Tableau um und dann kämpft man quasi auf einem Turnier alle gegen alle und spielt jedes Mal, wenn man dran ist, quasi eine Karte, die dann irgendwie eine gegnerische Karte umdreht oder irgendwelche Siegpunkte bei einem selber generiert und man versucht, also im Endeffekt macht man das Ganze dreimal, man spielt auf drei Turnieren und hat dreimal diese Echtzeit-Marktphase und man versucht sich einfach das in dieser Zeit das bestfunktionierendste Deck aufzubauen und alles daran triggert mich. Geile, coole Artworks, lustige Bezüge auf Filme und. Ihr habt eine super geil funktionierende Echtzeitphase, wo ihr Sachen kaufen könnt und tauschen könnt. Also dieser ganze Sammeltrieb, der kommt rein. Und dann dieses Turnierspielen macht auch so eine Laune. Es ist so ein konfrontatives Auf-die-Fresse-Game. Und für mich stimmt bei dem Ding alles. Geht mir genauso. Habe ich gut beschrieben, oder? Hervorragend. Ich liebe es. Dieses, und vor allem, du hast auch das, wenn du es, je öfter du spielst, desto mehr merkst du so diese Feinheiten so, naja, und das erste Turnier habe ich gewonnen, jetzt versuchen die anderen sowas zu bauen. Ich verkaufe mein gesamtes Deck und versuche mir ein besseres zusammenzubasteln, weil die jetzt alle wahrscheinlich auf so eine Strategie gehen. Da kommt auch so ein Metaspiel noch dazu. Ey, voll. Und und dann auch wirklich so dieses so, mit welchen Kombinationen spielen wir, du kannst mit verschiedenen Sets spielen und nach jedem Turnier gibt es dann noch Promokarten, dann habe ich vielleicht bessere Promokarten als er und damit kann ich dann irgendwie was rausreißen und du hast ja dann, du nimmst ja auf dein Turnier nicht nur das Turnierdeck mit, sondern du hast dann auch eine Deckbox und einen Lebenspunktezähler und so. Und Sleeves, Dino, ja, alles. Genau, du hast Sleeves. Also du hast eine Karte, wo draufsteht, dass es Sleeves sind. Das ist so herzhaft grandios und ist mimikt auf eine scherzhafte, aber gleichzeitig ernste Art und Weise hervorragend dieses ganze TCG-Gefühl. Und als jemand, der im TCG-Bereich gefühlt 15 Jahre lang gearbeitet hat, ist das einfach ein Traum. Und ich würde dieses Spiel echt so gerne noch viel mehr Leuten irgendwie näher bringen. Aber musst du, also ihr ja, habt ihr doch nicht alle. Alle abstimmen. Also ich glaube, da müssen wir jetzt quasi, ich sag meiner Community, die soll Druck bei euch machen und ich sag eurer Community, die sollen Druck machen. Alle sollen bitte dem Ben privat schreiben und sagen, Ben, du musst das Ding machen. Ja. Kriegen wir hin. Oh Gott. Setz mal deine Fähigkeiten als Chef ein. Genau, wedel mal in der Abmahnung ein bisschen rum. Die sind begrenzt, diese Fähigkeiten. Ich glaube, ihr unterschätzt, wie mächtig der Ben in dem Verlag ist. Aber dann soll der Ben soll einfach nochmal in die Folge hier reinhören, wie leidenschaftlich wir über dieses Spiel geredet haben. Und er soll dir beim Hören in die Augen gucken. Und dann, wenn er dann nicht schwach wird, dann ist der Ben kein guter Freund. Das Problem ist, er ist ein guter Freund und er kommt mit Argumenten. Ich hasse es, wenn Leute mit Argumenten kommen. Wenn er wenigstens nur sagte, nee, keinen Bock, aber er kommt mit Argumenten. Wie würde Alf sagen, Argumente sind wie Teller gemacht. Nee, das waren Traditionen, sind wie Teller. Argumente sind wie Teller gemacht, um sie kaputt zu machen oder sowas. Das war auch Forrest Gump, der gesagt hat, life is like a booster pack, you never know what you get. Ja, ich glaube, das war genau so, ey. So war das. Oh Gott. Ja. Ich habe ganz vergessen, wo wir überhaupt waren. Wie kamen wir jetzt aber auf Millennium Blade? Es ist doch hier wie bei euch, oder? Ist das wichtig? Ja, nee, eigentlich nicht. So. Hinterher beschwert sich hier noch einer, aber ist ja egal. Hauptsache, wir haben unseren Spaß. Ne? Aber ich muss sagen, also im Endeffekt haben wir nicht damit gerechnet, dass Millennium Blade mit zwei Boxen kommt. Aber ich bin jetzt trotzdem nicht traurig, weil irgendwie, ja, keine Ahnung, die Sachen sind trotzdem, verschaut man trotzdem gut drin, es ist ja trotzdem viel Kram, es ist halt nur eine Schande und da muss ich jetzt mal generell so ein kleines Kickstarter-Problem oder sagen wir mal auch
generelles Crowdfunding-Problem, ohne jetzt irgendwelche anderen deutschen Namen oder so zu nennen, ansprechen, dass halt einfach Millennium Blitz auch gesegnet ist mit ein paar Fehldrucken. Und das ist leider bei vielen Kampagnen momentan irgendwie super oft so, dass man da echt ein bisschen schlampige Fehler teilweise drin hat, die nicht nötig wären. Und dann auf die Replacement wartet, bis der nächste Druck denn erst durch ist. Oder was meinst du mit Fehldrucken? Ich habe jetzt noch nicht alles gesichtet, weil das ist super viel. Ich kann halt nur sagen, ich habe es einsortiert und ihr habt dann so Trennscheiben, so Trenner, Kartentrenner drin, wo dann quasi jeder Kartentrenner ist bedruckt und dann steht da oben drüber, welches Set es ist, weil ihr habt in Millennium Blades hunderte verschiedener Sets, so. Und dann gibt es dann für die ganzen Bronze-Sets, die ganzen Silber-Sets und jede Karte hat einen eigenen Namen. Und da sind einfach mal super viele Sachen, die fehlen oder falsch gedruckt wurden, sodass man das Spiel nicht so einsortieren kann, wie man möchte. Und gerade das ist ja das Befriedigende. Also das stört mich schon sehr. Sind wir wieder beim Aber Arbeiten. Weißt du, der Punkt ist, sie haben sich Mühe gegeben, das in Time auszuliefern. Sie sind nur 14 Monate zu spät. Ja, und dann sage ich dir, das ist dasselbe wie bei CD Projekt. Diese ganzen Monkeys da draußen, die schreien, ihr verschiebt das Spiel zu oft, ihr verschiebt das Spiel zu oft. Und die gleichen Affen, die das geschrien haben, die sind jetzt die noch lauter schreien, das Spiel ist verbuggt. Sowas geht mir auf den Sack. Ich sag dann ganz klar, jeder soll sich seine Zeit nehmen. Und ja, wenn es zu spät kommt, Hauptsache es kommt ordentlich. Für die Hörer und Matthias, es gibt ein Computerspiel, das war sehr heiß erwartet, wurde ein paar Mal verschoben, kam dann Ende des Jahres, also im Dezember, Anfang Dezember raus, war dann so ein bisschen, ich sag mal, kaputt. Und nicht spielbar. Also, dir ist schon bewusst, Arne, dass ich als alter Netrunner-Hase auch das alte Cyberpunk-Rollenspiel kenne. Ah, okay, dann wusstest du, dass es ein Computerspiel, also auf jeden Fall kam da, gab da riesen Shitstorm und Sony verkauft es jetzt nicht mehr als vom Marktplatz, also riesen Kaffuffluffel darum und naja, das kommt mir vor. Ich meine, wir haben ja alle doch genug hier und natürlich freut man sich auf den Kickstarter, aber wenn er jetzt am Ende ein Jahr später kommt, ich glaube, jeder von uns wartet doch lieber länger auf ein Spiel, wo wir quasi unsere Regale eh brechend voll haben, aber haben dann hinterher nicht ein Ding, wo man dann 3 Jahre auf ein Replacement warten muss, oder? Ja. Mich nervt sowas. Geht mir genauso. Guck, beste Beispiel ist Reichbusters. Ich habe Reichbusters All-In gebacken. Ich sag immer noch, das ist ein super geiles Game. Aber da ist so viel falsch drin. Türen gehen nach links rum auf. Die Türen sind super, ohne unspielbar. Aber da sind halt super viele Fehldrucke drin, dass einfach irgendwelche Sachen auf Französisch gedruckt wurden oder so zum Beispiel. Dann irgendwelche Stanzbögen doppelt oder zu wenig drin waren. Und im Endeffekt, es ist wie bei einem Computerspiel, sage ich immer. Leute sollen nicht immer meckern, wenn irgendwelche Sachen angepasst werden, wie Regeln. Weil Spiele patcht man ja auch irgendwie monatlich nach. Aber bei Reichbusters, da ist quasi so ein dicker Batzen an Regeln oder ein Balancing, was jede Woche stattfindet, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, so, Leute, habt ihr die Sachen vorher überhaupt getestet, so, ne? Also, ja. Ja, wobei das Stärkste, was ich mal, also ich bin Gott sei Dank selber nicht betroffen, aber bei einem Spiel wurden Schimmelpilze im Deckel gefunden. Ach ja, bei dem Zombie-Game, ne? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall haben die dann die Lieferung abgebrochen, es war letztes Jahr irgendwie im Frühjahr, also gerade zu diesem Corona-Anstieg. Und die Leute hatten also alles Panik, was da aus China wohl jetzt rüberkommt. Es war wohl nichts Gefährliches, aber halt auf der Innenseite irgendwie vom Deckel hat sich halt Schimmel abgebildet. Hier, Folklore the Affliction war das. Ach ja, ja, habe ich auch. Bei der Erweiterung. Und ist halt auch doof. Aber die haben halt, es dauert halt auch länger jetzt, bis der Kickstarter wieder ausgeliefert werden kann. Aber besser so als irgendwie so was Kaputtes. Ja, wie bei Daniel, der glaube ich seit 4 Jahren oder 5 Jahren auf Day Night Z wartet. Dann bekommt er ganz viele mal mit, da bekommt es mal einer in England, da bekommt es mal einer in Japan oder so, aber und dann auf einmal ganz viele Leute bekommen das Ding und das irgendwie sieht so aus, als ob das unter Wasser transportiert wurde, weil irgendwie die ganzen Dinger komplett am Verschimmeln und aufgeweicht sind da drin, also dann weißt du echt auch nicht manchmal, ja, das hat das Kickstarter-Risiko. Ja. Also mein ältester offener Kickstarter, den werde ich auch wahrscheinlich nie sehen, ist einer von 2015 ausgeliefert werden. Der ist von 2014. Das ist ERA, 30 Minuten Empire Building Card Game. Okay, kommen da denn noch Updates? Das letzte Update, lass mich mal gucken, ist vom 8. März letzten Jahres. Wow.
Okay, was war schon da drin? 2019. Virus-News. Aha. Das ist not an update of it. Italy ja, okay. is quarantined. Ja, das ist ja wundervoll. Also, das ist ein Spiel, wo ich nicht glaube, dass da je noch irgendwas passiert. Das war effektiv das letzte Mal, dass da irgendjemand noch ernst genommen hat. Das war Anfang 2017. Seitdem ist das auch auf. Es gibt ja bei BGG so eine Liste so von Finger weg Leuten, die Kickstarter machen. Und da ist das Ding auch mit drin. Und würde ich auch so. Ja, Kickstarter ist halt kein Shop, ne? Nee, es ist kein Shop, es ist ein Risiko. Ich würde ihm das nicht vorwerfen. Ich bin der Meinung, er hat das ziemlich viel falsch gemacht. Leute müssen halt auch was falsch machen können, aber ja, das ist der älteste, den ich offen habe. Chris, bist du schon mal bei Kickstarter böse auf die Nase gefallen? Ich glaube, ehrlich gesagt, noch kein einziges Mal. Also ich habe bisher immer Glück gehabt mit Sachen, die ich bestellt hatte. Und muss auch sagen, dass es auch eigentlich so, was so Fehldrucke und generell fehlende Sachen oder so angeht, es sich bisher in Grenzen gelassen hat. Also das, was ich mache, ist halt meckern auf hohem Niveau, auf hohem Niveau, ne, weil man ja gern, wenn man irgendwo für viel Geld bezahlt, auch gerne irgendwie quasi alles richtig bekommt. Aber ich muss auch sagen, dass ich in meiner ganzen Brettspielzeit auch immer Glück hatte mit irgendwelchen Supports. Wenn du mal da einen Fehlprint hast, wenn dir mal da was fehlt und irgendwie muss ich auch ehrlich sagen, das ist echt das Coole an unserer Szene, von gefühlt 500 gekauften Spielen auf irgendwelchen Brettspiel-Flohmärkten oder eBay-Kleinanzeigen und allen Kickstartern bin ich bisher noch nie irgendjemandem über den Weg gelaufen, der irgendwie Scheiße gebaut hat. So richtig Scheiße. Also hab ich Glück. Wie sieht's bei euch aus? Ja. Außer bei Matthias. Ja. Also bei mir, ich hatte einen Kickstarter, der ist schiefgelaufen, das war Unbroken. So ein Solospiel. Ja, den habe ich auch noch offen. Wobei man, glaube ich, im Nachhinein hätte man sich besser über den Typen wohl informiert, hätte man das wohl auch ahnen können. Das Problem war, während des Kickstarters war das noch gar nicht. Der hatte während des Kickstarters gemacht, der hat alles richtig gemacht. Der hätte das einfach nur in dem Moment, wo er dann natürlich überwältigt war von der Menge, kam dann jemand und hat gesagt, ich helfe dir. Und der da kam und geholfen hat, der hat die gesamte Sauerei veranstaltet. War das ja, nicht die so. Kampagne, wo der nochmal nachhinein Geld wollte für Versand? Genau. Ja, mehrmals. Okay. Und der dann versucht, irgendwelche Plüschfiguren anzulegen und nebenbei irgendwie in irgendeiner Fernsehsendung verurteilt wurde, rechtskräftig. ja, das ist genau der Golden Bell. Das ist übrigens eine Firma, die auf Kickstarter gebannt ist. Okay, krass. Das ist, das sagt einiges. Ja. Ja. Aber ansonsten habe ich auch Glück gehabt, ist ja alles gut gelaufen. Aber die haben dann einfach ihre eigene Crowdfunding-Seite ins Leben gerufen, unter einem anderen Namen natürlich, damit das nicht sofort auffällt. Und da haben sie in die AGBs geschrieben, dass es dir nicht erlaubt ist, irgendwas negativ über sie zu sprechen. Zu sagen. Ja, nein, genau. Ich habe einfach völlig realistisch, dass das irgendwie durchsetzbar wäre. Aber ja, schon okay. Ist Trump der Inhaber dieser Firma? Nee, es gibt noch mehr Idioten dieses Kalibers. Heute habe ich eine Radiosendung gehört, da hieß es nur der vorige Präsident der USA. Voldemort, dessen Name nicht genannt werden darf. Ich dachte, das der war Typ mit den kleinen Händen und dem orangen Gesicht. Ich dachte, das war Michael Wendler. Ja. So, Leute, ich habe noch eine Frage der Woche. Noch mal. Also ja, eine hätte ich noch. Hau raus. Moment. So. Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist mal wieder der Sven aus Berlin. Und nach den letzten Wochen gibt es von mir jetzt mal wieder eine Wohlfühlfrage. Und meine Wohlfühlfrage geht, was ist denn euer Herzensspiel? Und was meine ich mit Herzensspiel? Also bei mir ist es nicht unbedingt das Lieblingsspiel. Aber ich habe zum Beispiel zu meinem 40. Geburtstag von ganz, ganz lieben Freunden Viticulture geschenkt bekommen. Und das wird immer ein Spiel sein, wo ich eine besondere Verbindung zu habe. Und auch wenn ich es vielleicht mal nicht mehr spiele, momentan spiele ich es noch sehr gerne, würde ich es wahrscheinlich immer behalten, weil es ein ganz besonderer Moment war, wo ich es bekommen habe und weil ich es von ganz lieben Freunden bekommen habe. Also, was ist euer Herzensspiel? Ich freue mich auf eure Antworten. Welches Kind habt ihr lieb? Nein, also wahrscheinlich auch so mit welcher Geschichte. Also ich habe ja diese Quarriors-Box, die halte ich zum Beispiel bei mir auch sehr in Ehren. Die mir mal Matthias ja aus Essen geholt hat, die hat bei mir echt so einen Sonderplatz, auch weil sie nicht in irgendein Kallax-Regal passt, weil sie ja würfelförmig ist. Das ist zum Beispiel für mich ein Herzensspiel.
Ja, bei mir ist es auch relativ einfach. Auch ein Spiel, was man mir jetzt direkt nicht zutraut. Es wird El Grande sein, bleiben. What? Okay. Hm. Was? Wo ist das Fieberthermometer? Geiles Spiel. Nee, das ist überhaupt nicht dein Spieltyp. Geiles Spiel. Ja, natürlich nicht, aber wir haben es damals halt viel gespielt. Und das ist das Spiel, was ich nie gewonnen habe, aber immer wieder gerne mitgespielt habe. Und ich hatte damals, ja, das Spiel ist jetzt mittlerweile auch 20 Jahre alt bei mir. Und ich kam damals auf die tolle Idee, Gummibänder drum, um die einzelnen Kartenpacks zu machen. Und Gummibänder nach 20 Jahren kleben ein bisschen an den Karten. Ne? Also, ganz kleines bisschen. Das nennt man Patina. Ja, genau. Aber das Spiel wird auch das Haus nicht verlassen. Das wird immer da bleiben. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal je groß spielen werde, aber die Erinnerung bleibt einfach da und ja. Spiel das mal. Wir haben das ja vor anderthalb Jahren irgendwie mal nochmal gespielt, als man sich noch regelmäßig treffen durfte. Da hatten wir so eine grandiose Partie, wo mit vier Leuten, wo wirklich irgendwie alle innerhalb von 3 Punkten lagen und das am Ende haben alle wirklich um den Tisch drum gestanden beim Spiel. War das so? Ja, das weiß ich. Ne? Also wir haben das auch früher ganz viel gespielt und es war immer toll. Ich habe es nie geschafft. Funktioniert immer noch ohne, also richtig, richtig gut. Obwohl es einfach, ne, wenn man jetzt sagt, so ausstattungsmäßig und so, es sind halt einfach nur Klötzchen, die man über eine Karte schiebt, aber so genial. Ja. Ja, Matthias, du? Chris überlegt noch. Oh, ja, also tatsächlich finde ich, das ist tatsächlich schwierig. Wenn ich jetzt überlege, so was spricht mich vom Herzen am ähnlichsten an, dann haben wir ja schon über Millennium Blades gerade ein bisschen gesabbert und gelächzt. Aber tatsächlich glaube ich, das Spiel, was mein Spielerleben am längsten begleitet hat durch verschiedene Phasen meines Lebens, ist tatsächlich Netrunner. Also ich habe zwar angefangen mit Rollenspielen und bin halt als Rollenspieler irgendwie mit Magic in Berührung gekommen. Aber ich habe halt bei Magic nicht aufgehört, sondern habe mich auch die anderen TCGs und Netrunner war immer das, wo ich mich am ehesten so auf der Ebene, wo ich das auch verstehe, am besten aufgehoben gefühlt habe, wo ich gesagt habe, dieses Spiel reizt Sachen aus mir raus, die ich total grandios finde. Und ich verbinde ganz, ganz viele Freundschaften, die ich über Netrunner alle gewonnen habe. Und ich glaube, das ist ein Spiel. In jeder Phase irgendwo meines Lebens kann ich diese Verbindung zu Netrunner ziehen. Und es hat mir auch dazu gebracht, dass ich, wenn ich Rollenspiel mal wieder, also könnte man auch mal Cyberpunk spielen und so. Und ich glaube, Netrunner, da werde ich mich auch nie von meinen Karten trennen können. Ich habe im Keller habe ich noch die alten aus den 90ern, irgendwie sämtliche Sachen irgendwie in 3, 4 Kisten oder so stehen. Und obwohl die dann nur noch Staub ansetzen, würde ich mich von denen auch nie trennen. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei mir das Spiel. Auch die alten habe ich irgendwann mal weggeschmissen. Ich bin so traurig und weil ich so dämlich war. Es ist auch wirklich ein super, super, super geiles Game. Und das ist auch das perfekte Beispiel dafür, was für ein Sklave meiner selbst ich doch bin. Dass sobald das bekannt gegeben wurde, dass das jetzt ausläuft und nicht mehr produziert wird und ist das, habe ich das Spiel fallen lassen, wie so, keine Ahnung, wie so ein. Ja, weiß nicht. Also ich richtig bescheuert. Ich liebe das Spiel, ich finde es gut, es ist geil und irgendwie in dem quasi FFG das quasi tot erklärt hat, ist es für mich auch gestorben, warum auch immer. Na, FFG wollte es ja nicht sterben lassen. Das ist ja so, dass Wotzi kam und sagte so, wir verlängern die Lizenz nicht. Und FFG sagte, okay, wir sind bereit mehr zu zahlen. Und Wotzi sagte, nee, wir wollen die Lizenz nicht verlängern. Weiß man warum? Ich kann nur schätzen, ich vermute mal, also du musst bedenken, WotC hatte die Lizenz an FFG gegeben, da war FFG ein Bruchteil von der Größe, die es heute ist. Da waren sie ein kleiner Laden, auch wenn sie einer der größeren Verlage in den USA waren, waren sie ein kleiner Laden mit ein paar Freaks, mit denen man zusammengearbeitet. Ich meine, Wizard of the Coast arbeitet auch mit WizKids zusammen und mit Gale Force 9 und verschiedenen anderen Firmen, wo sie einfach sagen, ja, das machen wir, da machen wir einen Vertrag, die kümmern sich um andere Sachen und wir sind glücklich. Aber Fantasy Flight Games ist in einer Stufe zu groß geworden, dass die gesagt haben, ganz ehrlich, ihr seid so ein großer Wettbewerber für uns, das wollen wir nicht mehr. Okay, okay. Ja, mein Spiel ist, glaube ich, wohl oder übel. Ich habe jetzt gerade mal echt, es war auch kurz davor, dass ich jetzt auch Millennium Blades genannt hätte. Ich muss aber sagen, bei mir ist es tatsächlich Star Wars Legion geworden. liegt aber
nicht nur daran, wie viel Geld ich jetzt da reingepumpt habe, sondern einfach, ich bin wirklich jemand, ich male nicht gerne und ich bastle auch nicht gerne, aber ich habe jetzt wirklich so viele Stunden, so viele Feierabend. Ich habe mich wirklich, Leute, ich kam nach Hause um 16 Uhr, habe was gegessen, habe mich an den Tisch gesetzt, habe gebastelt und gemalt bis 23 Uhr und das habe ich gefühlt 3 Wochen jeden Tag gemacht, ohne Pause, gebastelt und gemalt. Es kommt jetzt immer noch Zeug an, das heißt, ich habe auch noch eine ganze Nase vor mir und um mir das jetzt gerade noch irgendwie motivierend schön zu reden, nehme ich jetzt einfach das Spiel, weil es mir ja so viel bedeutet. Wieder mehr Druck, wieder noch mehr Druck aufbauen intern persönlich. Ja, nee, aber ohne Scheiß, also allein, ich weiß nicht, ob ihr das auch alle kennt, ob ihr es schon mal gemacht habt, aber wenn man sich so viel mit dem Material und dann der Bemalung und den Details auseinandersetzt, dann und dann das Spiel mechanisch dir auch noch wirklich zusagt und das Universum dir auch noch zusagt, dann baust du irgendwie so eine Art Verbindung mit dem ganzen Scheiß auf. Deswegen hatte ich auch gerade zuerst bei mir Dominion im Kopf. Das habe ich ja, ich habe ja mittlerweile... Gekauft, verkauft, gekauft, verkauft? Nee, nee, Dominion ist nicht... Doch, Dark Age ist einmal, aber... aber da habe ich, das habe ich ja, der Chris weiß das wahrscheinlich nicht, das habe ich in so Werkzeugkoffer reingebaut, gebastelt. Und die haben alle Kartentrenner, auf die jedem Trenner steht der Erklärungstext der Karte, der aus der Anleitung kommt, damit man diese ganzen Anleitungen nicht mehr mitschleppen muss. Weil wenn du mal eine Frage hast, hast du die gleich so, kannst du die gleich auf dem Kartentrenner lesen. Da habe ich mir echt viel Mühe gegeben und das wird auch nicht ausziehen. Ich müsste mal gucken, wie der Zustand noch ist, aber ob die noch alle gerade sind und so. Ja, ist halt nur ein Kartenspiel, aber mit 12 Millionen Karten. Ja, es, weißt, wenn du irgendwas hast, wo du wirklich viel Zeit, ob sei es jetzt irgendwie Spielerstunden, das Spiel habe ich jetzt schon 100 Mal gespielt, oder du hast da wirklich tagelang die Nächte um die Ohren geschlagen, um das Spiel schön zu machen, dann wächst das Spiel irgendwie in dein Herz rein. So, vor allen Dingen ist das Spiel, habe ich mir auch hauptsächlich mit der Motivation geholt, dass ich das quasi immer mit meinem besten Freund spiele. Dass ich so quasi A, einmal einen ebenbürtigen Gegenspieler habe, der auf demselben Niveau ist wie ich, und B, so habe ich dann 1 bis 2 Mal im Monat wirklich eine feste Zeit mit meinem besten Freund, wo wir alle merken, so Zeit ist so kostbar, man verbringt so wenig Zeit mit den Menschen, die man liebt teilweise, außerhalb der Familie jetzt, wie Freunde und gewisse, dass ich quasi mit damit quasi so einen kleinen Rettungsanker gebastelt und gekauft habe, der meinen besten Freund hier mindestens einmal im Monat nach zu mir nach Hause lockt. Ja, deswegen ist das quasi bei mir mein Herzensspiel gerade. Ach, schön, da geht einem ja das Herz auf. Emotional. Ja. Ja. Gut, erstmal danke an die Hörer nochmal für die ganzen Fragen. Die passten alle sehr gut. Hat super funktioniert. Habt ihr noch irgendwas? Ich bin offen. Also meine Zeit gehört euch. Wenn ihr noch was habt, ich bin hier. Wenn nicht, können wir gerne auch den Laden zumachen. René, hast du noch, René, hast du noch was? Bist du überhaupt noch da? Ich bin noch da, wenn man mich noch hört. Die Frage ist, also meine Themen habe ich alle untergebracht. Matthias? Ich hatte keine Themen. Ich hatte einfach Bock, hier mal den Chris näher kennenzulernen und mit ihm eine gute Zeit zu haben. Und vielen Dank, Chris. Die hatte ich. Das freut mich sehr. Warum Meeple Porn? Boah, ja. Jetzt wird es noch mal ein bisschen unangenehm. Jetzt nein. Jetzt kommt der Handschuh noch mal. Jetzt muss ich einmal ausholen ein bisschen. Das wird dann jetzt noch mal so ein kleines, generelles über alles reden. Ich versuche mich auch kurz zu halten. Also ich hatte ja, es hat angefangen, indem ich quasi öfter mal Videos mit einem Digger zusammen gemacht habe und wir haben auch öfter gespielt. Und irgendwie hatte ich auch immer selber Bock, Content zu createn und ich wollte eigentlich mit dem Patrick vom, also ein bisschen anderer Kumpel von mir, der hat auch einen YouTube-Kanal, mit dem wollte ich einen Podcast machen, das hat aber irgendwie nicht so geklappt. Und dann hab ich halt einen Digger gesagt, Digger, ich möchte das für einen Podcast machen. Daniel war sofort auch an Bord, Selçuk auch. Und wo das dann alles irgendwie so ein bisschen fester wurde, ging es halt um die Namenüberlegung. Und ich glaube, der Digger war der, der diesen Namen gedroppt hat, Meeple Porn. Ich finde es ja, jetzt, also man muss jetzt bei dem Wort Porn, muss man jetzt nicht im deutschen Sinne direkt an Porno denken, sondern Porn wird ja so im Amerikanischen auch oft so, als wenn irgendwas cool ist oder geil aussieht, das ist so als Porn deklariert, so das ist ne, richtig Porn, so das Essen ist Porn. So, also, ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Food Porn, natürlich, ja, wenn du geile Essteller siehst, klar. Genau, du hast gerade eine perfekte Brücke geschlagen. Sowas wie Food Porn und Meeple Porn ist halt so, ja, wir wollten halt einfach. Also generell meine Intention war,
Ich habe irgendwie, habe ich einfach was vermisst im ganzen Content, den es in der Brettspielwelt gibt. Ich glaube, da hatte ich am Anfang auch kurz was zu gesagt. Ich fühle mich immer so, als ob alle oder der Großteil, der deutliche Großteil der Kanäle wirklich nur informieren wollen. Sei es jetzt wirklich über irgendwelche News zu reden, sei es irgendwelche Rezensionen zu machen. Mir hat irgendwie immer der Unterhaltungsfaktor teilweise gefehlt, dass man sich wirklich, klar will jeder, der Content created, auch irgendwie unterhalten, damit ja auch Klicks reinkommen. Ich will aber selber mal Content auch hören, wo ich als an erster Stelle Unterhaltung habe und dann kommt Brettspiel damit rein. Aber ich will halt, ne, ich höre so viel Podcast, ich fahre so viel Auto und ich liebe Podcasts, wo ich lache. Sei es sowas wie Fest und Flauschig, sei es sowas wie Gemischtes Hack. Ich brauche einfach mal so einen richtig stumpfen Laber-Podcast, wo die Jungs scheiße labern und ich mich bepiss vor Lachen beim Autofahren. Und warum gibt's das nicht in der Brettspielszene, dachte ich mir. Und das war so der Hauptpunkt, warum ich diesen Podcast halt starten wollte mit den Jungs. Und so, Meeple-Porn war dann halt auch so ein Name, der ist jetzt nicht so, ey, euer Name ist cool, so Bretterwisser und was weiß ich, Brettergogen, alles, das ist alles so dieses, ja, hätten wir jetzt auch so einen Namen in der Ecke gewählt, dann wäre das einfach so irgendwie wahrscheinlich mit in der Versenkung von allen anderen versunken vom Namen her. Und dieses Meeple-Porn hat sich so vom Namen her direkt schon abgehoben, weil irgendwie so Porn und Brettspiel, das ist direkt so anrüchig und irgendwie, ja, ich glaube, der Name, der zeigt auch schon so ein bisschen, in welche Richtung unser Podcast gehen könnte. Und ja, wir sind halt auch auffällige Typen und unser Name sollte vielleicht auch ein bisschen auffallen. Und ich glaube, das hat damit gut reingespielt, so weißt du? Meine erste Assoziation war tatsächlich, naja, sie sind halt die versuchen zu zeigen, hier, das sind wir. Und so wie das die meisten tun, indem sie dann irgendwelche Table-Porn oder Shelf-Porn bringen, redet ihr einfach in dem Sinne drüber. Und ich finde, der Name ist passender, kann das nicht sein. Ja, es bringt halt ein paar Nachteile mit sich, wenn es halt so um solche Sachen geht wie YouTube-Monetarisierung oder solche Sachen oder Twitch halt, dann, dass du halt das Wort Porn nicht ausschreiben darfst. Im Endeffekt mag ich unseren Namen halt sehr gerne. Du weißt schon, den kannst du einfach P-A-W-N schreiben und dann hast du auch schon die Schachfigur. Also, das ist ja nicht das Problem. Dann habt ihr gleich noch ein schönes neues Logo, nehmt da so eine Springer-Figur. Ja, wir haben jetzt halt einfach die Vokale weggelassen, dann passt es halt auch bei gewissen Sachen. Ne? Aber da können wir auch, wenn ich jetzt kurz einmal darf, ich wollte es eh einmal letztes Mal drüber reden, weil auch euer Gast letztes Mal so ein paar auch Punkte gesagt hatte bezüglich Szene und Content Creator und irgendwie, dass Leute irgendwie sagen, sie hätten irgendwas die Weisheit mit dem Löffel gefressen und man kann irgendwie nicht nach einmal Spiel sagen, das Spiel ist Schmutz und bla. Und ich sag ganz klar kann ich das sagen. Wenn ich ein Spiel gespielt habe, ist es und ich finde, es ist Schmutz, dann kann ich das als Schmutz bezeichnen, weil ich habe keinen journalistischen Anspruch mehr in meinem Spiel. Ich sag von Anfang an ganz klar, wir sind alles emotionale Leute und niemand muss auf die Goldwaage legen, was wir sagen. Wir machen einen Podcast von Kumpels, gerne für Kumpels und ich möchte mir nicht Gedanken machen vorher, was darf ich sagen und was nicht. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr großes Problem in dieser ganzen YouTube und was weiß ich, Content-Creator-Szene, dass ich immer das Gefühl habe, dass viele denken viel zu viel nach, was sie sagen, oder ganz, ganz viele sind selber nicht sie selber. Also irgendwie, die spielen da mit ihrer Rolle irgendeinen Kanal oder irgendeinen YouTuber, wo ich mir denke, sag mal, eigentlich bist du doch ein ganz anderer Typ. Und irgendwie fehlt dann da auch teilweise so Transparenz und dann siehst du, bei Instagram kriegt dann auf einmal der Influencer kriegt dann auf einmal so ein dickes Kosmos-Paket und der kriegt dann von dem Verlag ein bisschen und dann natürlich, wenn das Video kommt, dann ist natürlich das super Spiel und alles top und ich wollte einfach mal einen Real Talk Podcast machen, wo ich sage, man, das Spiel ist Schmutz, das Spiel ist eine 10 von 10 und das Spiel ist so eine 8 von was weiß ich und einfach, wo am Ende mich niemand dafür verurteilen kann, weil ich von Anfang an klarstelle, wir sind Meeple-Porn, wir machen einfach unser Ding, drauf geschissen. So. Wir wollen jetzt hier nicht da ein Rätsel abstauben oder da und wenn es mir leid tut, ja, es tut mir leid, ihr habt viel Mühe in das Spiel gemacht, aber das ist halt für mich Schmutz. Ja, dann möchte ich das auch genau so aussprechen können und möchte nicht sagen, ja, also das Spiel hat mir mechanisch ja eigentlich relativ gut gefallen, aber am Ende des Tages, nee, ich sag dann einfach das so, wie ich es auch mit meinen Kumpels sagen würde und ich verstell mich dann nicht für irgendeinen Kanal. So, und ich glaube, deswegen
mögen auch so viele uns, weil wir da irgendwie, glaube ich, uns echt nicht verstellen halt, ne? Und das gibt's leider also, so oft bei uns. Eine Stelle, an der Stelle möchte ich jetzt dir widersprechen. Ich glaube, es gibt zu viele da draußen, die einfach nur sagen, was sie denken und nicht nachdenken. Okay. Also, okay. Das Problem ist eher an dem Punkt davor, dass man eigentlich manchmal auch denken sollte. Und ich glaube tatsächlich, dass viel mehr Leute viel besseren Content schaffen könnten, wenn sie auch reflektieren, was sie tun, warum sie es tun, für wen sie es tun und wie sie es tun. Und ihr habt genau diese Reflexion nämlich gemacht, habt gesagt so, was möchten wir? Wir möchten eigentlich so eine leckere Plauderrunde haben, wo wir einfach zusammensitzen. Als wir mit dem Bretterwisser angefangen haben, haben wir uns ja auch hingesetzt und haben gesagt so, wie wollen wir das eigentlich machen? Und unsere Idee war am Anfang zu sagen, Leute, wir konzentrieren uns jede Folge einfach auf irgendein Schwerpunktthema und beleuchten das. Und das muss halt kein Spiel sein. Und das hat sich stückchenweise entwickelt und wir sind jetzt nicht mehr an dem Punkt. Also wir haben das eine Weile lang gemacht und wir sind damit natürlich auch relativ groß geworden jetzt. Also ich sag mal so, sind wir in diese Szene auch reingewachsen. Aber wir haben uns davon auch entwickelt, weil wir gesagt haben so, ja okay, das haben wir jetzt 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, 7 lange Jahre gemacht. Wir wollen auch mal was anders machen, weil wir einfach Bock haben, was anders zu machen. Und Arne ist ja da immer ganz vorne, der sagt so, Leute, lasst uns mal was anderes machen, das ist mir einfach zu langweilig. Und damit so ein Hobby auch nach 7 Jahren noch Spaß macht, muss man mal was ändern. Und dann kommt Arne und sagt, wie wär's, wenn wir uns einen Gast, einen Laber-Gast einladen? Nee, das war Renés Baustelle. Das war Renés Baustelle. Von mir aus war das auch René, aber der Punkt ist einfach, dann muss man sich auch entwickeln. Und das ist diese Reflexion, die man machen muss. Und ganz viele Leute, die draußen sagen einfach nur, ich will auch das, was er da haben will, um nochmal Harry und Sally zu zitieren. Aber sie reflektieren nicht in dem Sinne, was sie, wie sie da rankommen. Und das finde ich schade. Ich meine, es gibt wirklich verdammt viele tolle Content Creator und da gibt es auch viele, die gewisse Eigenheiten haben und sich da irgendwo rausstechen. Aber es gibt halt auch leider welche, wo ich mir denke, so, wenn sie genau das machen würden, einfach sich reflektieren und sagen, womit möchte ich glänzen, dann würden sie auch zu dem Punkt kommen, wo sie drüber nachdenken. Ja, ich glaube, du hast es auch gut formuliert, weil du sagtest, dass dann viele, die denken nicht nach und plaudern einfach, aber haben dann irgendwie doch, denken sie, dass sie es vielleicht tun oder Leute schalten halt ein, weil sie sich informieren wollen. Da muss man halt dann ganz klar sich halt schon selber auf die Fahne schreiben, was mache ich hier überhaupt, ne? Und deswegen sage ich auch ganz oft bei uns in der Community, wenn ich auf einmal irgendwie sage, sagen sie, ey Chris, du hast doch letzte Woche noch das Spiel in deiner Top 20 gehabt und jetzt verkaufst du es einfach. Du hast doch noch gesagt, das wäre so gut. Und dann sage ich so, ey, Alter, ich laber so viel Scheiße, nimm mich einfach nicht so ernst, so, weißt du, so. Das kann halt passieren, weißt du? Und das, ja, das ist halt, ich weiß es, ich fühle mich manchmal, ich habe mich nicht sehr gut aufgehoben gefühlt im gesamten Content in unserer Szene. So. Und ich kann euch nicht mal sagen, warum, aber mir hat einfach die Unterhaltung gefehlt. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Scheiß, den ich da produziere mit meinen Jungs, dass ich das jetzt ein paar Leuten, denen das vielleicht auch gefehlt hat, geben kann. Ne, ich hoffe, dass ich damit quasi irgendwie ja ein paar Leute fütter und vielleicht andere Leute für unser Hobby begeistern kann, weil die dann irgendwie merken, ja, Brettspiele müssen nicht immer trocken sein. So, das kann auch mal einfach lustig sein und man kann auch mal dann wie der Alex irgendwie einfach von seiner Vasektomie quatschen oder erzählen, dass er bei Dr. Sommer war oder dass er sich besoffen im Urlaub irgendwie so hingelegt hat, dass sein ganzes Gesicht verbrannt war oder solche Sachen. Und einfach mal halt ja, wie du schon sagtest, so eine lustige Runde unter Freunden und ja, das aber das finde ich das Tolle, weil ihr halt wirklich gesagt habt, was fehlt uns? Und das ist das, was man das nicht den anderen hinterherrennen und dasselbe machen, sondern zu sagen, was fehlt, womit habe ich ein Alleinstellungsmerkmal? Und das finde ich immer super. Und von da aus gesehen, ich bin immer für mehr Content-Creator, da gibt es ganz, ganz viele da draußen und wo ich denke so, die können auch was Cooles machen, aber sie müssen überlegen so, was fehlt denn? Was können Sie denn, wie können Sie bereichern? Ja. Und von da aus gesehen. Ja, vor allem, was muss ich auch nochmal sagen, so abschließend, was mir auch ganz besonders gefällt und was mich auch wirklich emotional auch so ein bisschen bewegt hat, ist halt, dass wir den Mist wirklich einfach gestartet haben aus, ey, wir machen jetzt einfach eine Quatschrunde, fertig, aus. Und wir wurden am Anfang, Leute, ihr wisst es wahrscheinlich so, wir wurden am Anfang von allen belächelt, so, ne, Meeple Porn, jetzt kommen da die 4 Assis. Dann noch mit dem Intro.
Dann der Digger, der hier. Und die halten sich für die coolsten. Ja, und der Digger, der den Brettspielpreis da fast gesprengt hat. Und dann noch der tätowierte Typ, der nur am Lispeln ist. Und ja, die halten. Naja, da haben sich, Lispeln ist ja kein Ausschlusskriterium für Podcast. Ja, und dann haben sie sich in irgendwelchen Foren, die ich jetzt nicht benennen will, mit irgendwelchen anonymen Nicknames gesagt: Ach, die halten keine 10 Folgen durch. Und ja. Dann sage ich jetzt, Leute, da habt ihr euch geirrt. So. Im Endeffekt haben wir uns da jetzt eine Community rangezüchtet, die super cool ist, die super ehrlich ist, die alles annimmt. Wir versuchen jedes Mal neue Formate zu bringen, dass irgendwie alle bedient werden. Und wir versuchen auch ganz viele Leute mit reinzuholen. Wir haben jetzt sogar ich habe noch nie mal im Leben Pen and Paper gespielt. Und was mache ich? Ich gebe mir die Blöße und sage, Leute, wir spielen jetzt das Pen and Paper live auf Twitch vor Kamera. Und wir setzen uns da alle hin, als Zauberer verkleidet, als Monsterjäger verkleidet. Und ich mache mir da den Affen im Internet und hab noch nie mal im Leben Pen and Paper gespielt und spiele die erste Runde live so. Das ist so cringe, das ist so Fremdschämen, aber irgendwie freut mich, es ist egal, wie ich mich schäme, Hauptsache auf der anderen Seite der Kamera haben dann irgendwie, was weiß ich, 500 Leute was zu lachen und dann ist mein Tag schon schöner, weil ich weiß, ich habe anderen Leuten irgendwie gute Laune gemacht, weißt du? Auch wenn ich viel Scheiße zähle, ich habe viele Fehler, ich bin ein sehr kontroverser Typ, aber ich meine am Ende des Tages nie irgendwas richtig böse und ich versuche einfach nur irgendwie der Bestmögliche für alle zu sein, die sich mit mir umgeben. So. Genau, du hast ja auch die kontroverse Aussage getroffen, ihr seid die Speerspitze des Speerspitze der deutschen Podcast-Szene. Ja, du musst, das ist halt so, das ist genauso wie so ein MMA, kennt das doch selber, bei UFC oder im Boxen, wenn die sich beim Wiegen gegenüberstehen, weißt du, du musst große Fresse haben. Beim Wiegen gegenüberstehen, da habt ihr keine Chance. Nein, aber du musst nach vorne gehen, du musst halt, ihr wisst das, man muss auffallen um jeden Preis und ja, dann muss man auch mal solche Aussagen treffen und ich bepisse mich auch jedes Mal, wenn ich das sage, aber das sind so einfach, ja, mit solchen Sachen fällt sie halt auf und irgendwie muss man heutzutage einfach auffallen. Ist das euer Slogan? Ja, also auffallen um jeden Preis ist unser Slogan. Nein, ich dachte Speerspitze der deutschen Brettspiel-Podcast-Szene. Vielleicht auch. Oder wir können auch Brettspiel streichen, machst du einfach nur Podcast-Szene. Nee, ja, was leider nicht. Nee, aber ne, wie gesagt, auffallen, das ist irgendwie so, das machen wir automatisch so und ja. Ich meine, ich muss sagen, Leute, ihr wart die, wie ich sagte, die mich zum Podcast hören gebracht haben. Ihr seid hier die alten Hasen. Und ich meine, wenn ich jetzt bei euch gelandet bin, um eingeladen zu werden, dann scheinlich habe ich alles richtig gemacht. Warst du eigentlich? Ja, kommen wir mal zur entscheidenden Frage. Du musst dich entscheiden. Du darfst jetzt bei uns mitmachen, musst ja aber deinen anderen Podcast aufgeben. Wie kommst du jetzt aus der Nummer raus? Ich darf entscheiden. Ja, wie entscheidest du dich? Also ich würde definitiv bei den Jungs bleiben, einfach weil ich habe mit den Jungs mehr geredet als mit meiner Partnerin oder als mit meinen besten Freunden oder mit meiner Familie, ehrlich gesagt. So, wir sitzen da jedes Mal, es gibt Folgen, die dauern 4 Stunden, wir haben Anfang den Podcast einmal pro Woche gemacht und jetzt gerade sind wir an dem Punkt, dass wir dreimal die Woche streamen. Wir haben dienstags, donnerstags und sonntags jedes Mal einen Stream und ich habe noch mit keinem Mensch auf der ganzen Welt mich so viel ausgetaut wie mit diesen Jungs und die sind jetzt wie meine Familie geworden. Ist halt einfach so, ne? Und ich, deswegen, selbst wenn ihr mir monatlich Geld bieten würdet, würde ich sagen, ey, sorry, der Digger bietet mehr. Nee, ey, dann würde ich auch lieber, Hauptsache unentgeltlich, bleibe ich bei den Jungs, weil das ist irgendwie mein Schatz, so, das ist so mein Kind quasi. Ich habe kein Kind, der Podcast ist mein Kind. Ja, ich habe es fast befürchtet. Tut mir leid, Leute, aber ich bin immer wieder gerne da, wenn ihr irgendwie ein bisschen Unterhaltung braucht. Wenn eure Community nicht hier danach euren Chat anzündet, weil Chris so viel Scheiße erzählt hat. Pro Podcast bitte nur einen Lispler. Das geht. Meine Zunge hängt aus dem Mund raus beim Reden. Dir ist schon bewusst, dass wir eigentlich hier so als die alten Männer mit Krückstock und weißem Bart, dass wir versucht haben, uns gerade zu verjüngen und du gesagt hast, nee, eher sterbt ihr. Das ist nur, dass dir bewusst ist, was deine Aussage gerade war. Guck mal, ne, habe ich es auch gesagt. Ich bin ja ehrlich so, ich habe euch relativ viel gehört und irgendwann habt ihr mich verloren. Ich kann euch gar nicht sagen, aus welchem Grund, aber ich habe irgendwann nicht mehr aktiv gehört. Ich höre immer mal zwischendurch eine Folge rein und habe jetzt auch mal wieder ein paar Folgen gehört. Aber nachdem ich gefragt habe, denn, ne? Ja, da kam es auch wieder halt in Erinnerung. Und
Dann jetzt muss ich sagen, ich habe das erste Mal dann das neue Format gehört von euch und das tut euch richtig gut. Also mir hat es richtig gut gefallen, wenn ihr immer ein Format habt, wo immer mal ein Gast also da am Start ist. Und ich finde, das tut euch gut, weil das mal wieder ganz andere Themen anregt und es gibt eine ganz andere Gesprächsdynamik. Und ich denke mal, das ist auch immer spannend, neue Leute kennenzulernen, wenn man so einen Podcast hört und was der neue Gast so hat. Weil euch kennt man ja irgendwo jetzt nach, ich hab's mal aufgeschrieben, 363 Folgen. Ja. Euch kennt man halt. Und dann ist es auch irgendwie mal ganz interessant, wenn dann einfach mal so einer die Gruppe sprengt und sagt, ja, jetzt bin ich hier, jetzt mach ich mit und jetzt gibt's mal hier was auf dem Deckel. So. Ne? Und ich, also, ihr solltet da auf jeden Fall, da, ich meine, das ist, was maß ich mir hier an, euch noch einen Tipp zu geben, Alter, frech von dem jungen Burschen hier. Ja, aber ihr solltet da auf jeden Fall am Start bleiben und macht, probiert Formate aus, fragt eure Community so und das tut euch auf jeden Fall gut. So, und so verliert ihr den Spaß halt auch nicht in dem Ganzen. Gleich fliegt er hier raus, ey, ganz ehrlich. Ja, hier. Was habe ich mir erlaubt? Nein. Blasphemie. Ich hatte dich ja irgendwann angeschrieben. Wann war denn das? Das war im Januar oder sowas? Weiß ich gar nicht. Ja, vor anderthalb Jahren. Was hast du da eigentlich gedacht? So, ob ich glaube, du hast gedacht, dass ich dich verarschen will oder sowas. Kann das sein? Das kam dann aber auch im Podcast gleich auch noch irgendwie so, wurde das so ein bisschen so. Aha, jetzt kriegt der Chris auch noch eine Anfrage von dem Bretterwissen. Was ist denn da los? Pass auf, das Problem ist, ich bin irgendwie so ein misstrauischer Mensch. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie immer so, ich denke mir, was, der will mich jetzt da live hinholen und dann will er mich vorführen oder was weiß ich, keine Ahnung. Also ich war irgendwie erstmal skeptisch, weil ich das irgendwie selber, denke ich mir so, die Bretterwisser, die alten Haare, was wollen die mit mir? Ich zweifle dann quasi selber an mir und sitze dann da, deswegen habe ich dir auch geschrieben, warum ich? Ich frage mich, warum dann nicht lieber einen Digger, der viel mehr irgendwie Öffentlichkeits so relevante Themen hatte, wie Brettspielpreisgeschichten und solche Sachen. Oder vielleicht irgendwie dachte ich mir so ein Daniel, weil der eher so ein ruhigerer Gesprächspartner ist. Oder Seldschuk mit seinen Alea-Spielen und seinen ganzen Rainer Knizia-Spielen. Dann frage ich, da habe ich mich halt gefragt, warum ausgerechnet den stressigsten Typen von den vielen, weißt du? Dir ist schon klar, dass der Film Warum ich mit Christopher Lambert in der Hauptrolle ein sehr schlechter Film war. Nee, das ist Matthias, du weißt schon, du bist im falschen Podcast. Das ist Highlander 2, Matthias. Ich verweise da auf megaverpeilt.de. Nein. Highlander 2 hatte den Untertitel, es kann nur einen geben. Nee, also ich war halt echt erst skeptisch, aber ich dachte mir so, nee, ihr seid nicht die Trolltypen, wisst ihr? Ihr seid so die, wenn irgendwas von euch kommt, ist das schon seriös. Und dann dachte ich mir, geil, Alter, die haben mich gefragt und das habe ich mich geehrt gefühlt. Und für mich gab es auch nicht einmal die Überlegung, das nicht zu machen eigentlich. Dann hoffe ich, dass wir alles richtig gemacht haben und du dich hier auch seriös behandelt fühltest und auch die Themen seriös von uns behandelt wurden. Matthias, kennst du die Geschichte mit der Baggerschaufel? Ach bitte, das passt nicht in euren Podcast, Jungs. Ich möchte dann sagen, hört euch gerne von Meeple-Porn die Folge Karate Andi an. Da ist auch der Alex vom Hunter und Kohn. Da gibt es eine sehr delikate Geschichte, die man auf jeden Fall nicht vor Mädchen erzählen sollte. Eigentlich. Bisschen reizen muss man ja hier auch noch. Oder? Ja, aber ich wurde so oft gedrängt, aber es ist eine super Geschichte. Ich habe mich auf jeden Fall totgelacht. Ja, ich habe mich auch totgelacht. Richtig unangenehm, Leute. Mann, Karate Andi, sagst du? Ich schreib's mal gleich. Ja, Karate Andi heißt die Folge, glaube ich, genau. Mit Andi von Hunter und Kron. Ja. Andi. Ja. Nee, aber, ja, also wie gesagt, aber ihr könnt ja selber mal sagen, wenn, ihr habt ja diesen Meeple-Porn-Podcast dann und dann habt ihr mal da reingehört. Was habt ihr euch erwartet? Da hattet ihr nicht irgendwie, hattet ihr Schiss, dass das irgendwie ausartet, weil wir auch immer so oft eskalieren oder? Na, ich gehöre auch zu den Leuten, die den Digger jetzt nie groß kritisiert hatten, auch wegen seiner sonstigen Aktion. Ich fand immer, er war einer, der auf YouTube auf jeden Fall immer über sich lachen konnte. Über sich selber, was er schlecht oder was er blöd gemacht hat, er konnte immer sich lachen. Das hat ihn für mich immer unheimlich sympathisch gemacht. Deswegen hatte ich auch nie Angst, in diesen Podcast reinzuhören. Sie sind mir zu lang. Ich weiß, klar. Das klingt bei uns doof, wir machen auch so lange. Also, sag da, nachdem wir jetzt irgendwie die 2,5 Stunden irgendwie jetzt reißen gleich. aber ich finde es auch gut, was ihr macht. Ne? Also ich finde es einfach tatsächlich, es ist was anderes. Und Arne und ich haben auch schon oft darüber gesprochen, dass es ist bei uns sehr viel, ich sag's mal so, alte weiße Männer gibt, die meinen, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen alles besser. Und dahin gehen immer andere, ich weiß noch, wie schwer es manchmal ist, auch diese ganze Szene zu verjüngen.
Und sobald irgendwie jemand Junges reinkam, hatten die es unheimlich schwer, sich bekannt zu machen, sich groß zu werden und sonstiges. Und von daher finde ich es echt gut, dass ihr einfach eure Nische genutzt habt und gefunden habt. Und ja, das frei von der Leber weg finde ich super. Fehlt mir bei uns manchmal tatsächlich auch. Also ich würde es auch gern öfters machen. Aber wenn man so einmal so in seinem Korsett auch gefangen ist, wird es manchmal auch schwierig, da rauszukommen. Ja. Ist definitiv, also ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Und ich muss auch ehrlich sein, klar, es gibt super viele Leute, die auch allein kritisch über den Digger reden, weil er halt so ist, wie er ist. Aber dann möchte ich ihn einmal hier auch echt verteidigen, will einfach mal sagen, wenn man mal wirklich guckt, was so jetzt die letzten Wochen oder Monate oder Jahre jetzt war, so der Digger ist dann der sich dann hinsetzt und einen Brettspielkalender macht, wo dann quasi auf jeder Seite irgendein anderer Kanal ist, wo dann das Erlös an irgendein Kinderhospiz gegangen ist. So. Oder wir haben uns dann am Ende hingesetzt und haben gesagt, ey, Leute, was ist das für eine Scheiße, dass die Brettspiel irgendwie, dass dieser, man, egal was man davon hält, aber dass jetzt dieser, die Spiele, das Spieleschmiede-Projekt, um die BerlinCon zu retten, irgendwie nur, keine Ahnung, 600 Supporter hat und, aber im Endeffekt wollen doch alle dahin und alle wollen essen hier und bla und dann haben wir unsere Community gesagt, so, Alter, hier machen wir jetzt einen PayPal-Link, wir machen hier jetzt was offen, jetzt schickt mal alle Kohle für uns, weil die gesagt haben, irgendwie, es gab hier so einen Pledge, dass wenn du 500 Euro spendest, dann kommt dein Firmenlogo quasi auf alle Promo-Sachen und auf das Logo von BrettspielCon. Und unsere Community hat uns da einfach 1500 Euro insgesamt rübergeschickt, die wir dann jetzt quasi einfach der BerlinCon schicken konnten und so. Und klar, vielleicht sind wir nach außen hin nicht, oder der Digger auch so, nicht immer die Saubermänner, so was, wie wir reden oder wie wir uns geben, aber im Endeffekt wollen wir einfach nur das Beste für unsere Szene und, ne? Also das, man sollte nicht immer zu schnell urteilen. Sowieso eine ganz, ganz starke Community hinter euch geschaut. Also das finde ich auch echt, echt krass und super, wie das passiert ist, ne? Dass ihr da echt so, ja, zum einen Geld geben die einfach ohne Probleme, aber auch, dass die stärken euch ja auch unheimlich den Rücken. Auch in Foren oder sonstigen, was ich so mitbekomme. Also wenn die euch einmal quasi verfallen sind, dann bleiben sie es auch. Ja, leider aber auch nicht immer gesund. Also muss man auch sagen, wenn man so eine Community um sich hat, ne, ich bin dankbar für jeden Einzelnen. Aber es kann dann auch schnell mal ungesunde Formen annehmen, wenn man dann quasi seine Lieblingspodcaster irgendwie verteidigen möchte und so. Weißt du, dann nimmt das oft mal so, dann lässt man auch als Fan manchmal keine Kritik zu, wo man Kritik zulassen sollte oder wo Kritik vielleicht auch angebracht ist und da sollte jeder mal ein bisschen, also da sollte alle von, die uns zuhören und generell Leute, die irgendwelche Fans haben, man sollte auch mal ein bisschen Kritik zulassen, ne? Das ist so wie mit Xbox und PlayStation-Krieg. So, man lässt dann nicht die andere Seite zu und das sollte mal, man sollte ein bisschen offener sein und ja. Also es ist eine perfekte Community, ich danke wirklich für jeden, aber seid bitte alle nett zueinander. Ja, vielleicht, wenn wir untereinander Arschlöcher sind. Die Folge mit dem Olli ist ja auch bei euch in der Community gelandet. Ich habe da ja nicht irgendwie gepostet oder sowas, aber genau. Die wurde ja dann auch heiß diskutiert. Ja, das habe ich auch direkt geschrieben, Leute, seid nicht solche Arschlöcher. Nein, du musst uns da nicht verteidigen. Also wie gesagt, es ist ja... Ja, aber es ist halt trotzdem, wie man drüber redet. Man kann natürlich kann man sagen, ey, pass auf, ja, das, der, was weiß ich, der Podcast gefällt mir nicht oder der Gast gefällt mir nicht oder was der und da gesagt hat. Aber man kann das auch immer noch ein bisschen anders ausdrücken, weißt du? So, das ist halt, klar, wenn ich jetzt sage, irgendwie ein Spiel ist Schmutz, dann ist halt immer noch was anderes, wie wenn ich sage, boah, der Gast war Schmutz oder so, weil dann zielst du da immer. Das Persönliche. Ja, ich versuche halt immer ein bisschen political correct zu sein und ich versuche es halt, weißt du? Okay, ich ernähre mich vegan, ich trinke keinen Alkohol und so und alle solche Sachen und ich versuche halt immer irgendwie so ein, eigentlich hinter dieser, in Anführungsstrichen, Assi-Fassade, die ein bisschen gespielt ist, so versuche ich ja halt trotzdem ein guter Mensch zu sein und wenn dann so Ungerechtheiten in solchen Foren passieren, dann habe ich da halt auch keinen Bock drauf. Ne? Versuche ich ein bisschen. Der Olli lässt übrigens gerade grüßen aus unserem Discord. Ja. Schöne Grüße an dich. Schöne Grüße zurück, Olli. Ich hatte mir letztes Mal noch super viele Sachen aufgeschrieben bei seinen Aussagen und ich hätte da so gerne mitdiskutiert. Ich hätte am liebsten gesagt, Arne, schalte mich sofort live dazu. Ich möchte mich ihr habt ja selber gestreamt. Das war ja alles irgendwie terminfindungstechnisch ist das ja mit euch ja schwierig, da ihr ja dreimal die Woche unterwegs seid und ja. Nee, aber ja, also ich im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall mega dankbar, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hatte, ich muss sogar ehrlich sein, ich bin mir auch nicht so schade dafür. Leute, ich war so aufgeregt, heute zu kommen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Es ist mir scheißegal, wie viele Leute bei uns zuhören. Ich hab eine Band, ich habe schon vor, was weiß ich, paar hunderten Leuten gespielt. Es war immer alles easier.
Aber so ein gesagtes Wort in so einem Podcast bei anderen, da dachte ich, oh Mann, hoffentlich erzählst du keinen Stuss. Also nicht mehr Stuss wie sonst halt. Ist es dein erstes Gastspiel? Ich bin das erste Mal heute fremdgegangen. Ja, genau. Du warst ja auch irgendwie, wir hatten dir einen Ablauf geschickt. Technisch war irgendwie alles anders jetzt für dich. Vielleicht kannst du da ja auch irgendwas mitnehmen. Also ich fühle mich auf jeden Fall hier, das ist Next-Level-Shit, wie ihr das hier auf jeden Fall macht, gefühlt. Also da muss ich mal ein bisschen Verbesserung bei uns ansprechen. Ich sag mal so, in unserem ersten Jahr sah das auch noch sehr viel anders aus. Ja gut, aber das erste Jahr, da gab es ja auch noch Windows XP, oder? Sehr gut. Ja. Da wurde XP noch supported, so ungefähr. Nee, ja, ich hoffe, es ist alles nach eurem Geschmack gelaufen und ich hoffe, eure Community hat nicht frühzeitig ausgeschaltet. Ja, diese Lösung ist aber auch mittlerweile auch, glaube ich, die dritte oder vierte Version an Technik, die wir jetzt. Also, Chris, mach dir keine Sorgen. Du warst ein toller Gast. Selbst der Olli schreibt, hab dich lieb, Chris, da kannst du ruhig zurück zu deinen Jungs gehen und sagen, Leute, das war geil und ich hatte schon wir sollten Angst. Noch zu mehr Podcasts uns einladen lassen. Jetzt hast du dein Image natürlich komplett ramponiert. Ne? Das geht jetzt Bad Boy-Image hier. Ich glaube nicht, nein. Ich dachte mir nur, morgen brennt Unknowns, weil die ganzen elitären Brettspiel-Fans, die euch zuhören, sagen, das ist doch kein richtiger Brettspieler oder so. Aber nee, alles super. War tipptopp. Ich habe mich super unterhalten gefühlt auf jeden Fall. Aber es ist, muss ich sagen, gerne wieder. Es ist sehr ungewohnt für mich, ohne Kamera aufzunehmen, weil für alle, die es nicht wissen, die Bretterwisser-Jungs, die sehen sich nicht selber. Und so ist es sehr schwer, sich mal zu melden, wenn man was sagen will und man fällt vielleicht anderen mal ins Wort und generell so Mimiken zu sehen und so. Ist dann irgendwie immer alle so. Es ist ungewohnt gewesen für mich ohne Video. Ja wie gesagt, ja. Wir hatten sehr viel. Aber dafür weißt du jetzt, wie groß dieser Fisch war. Ja, auf jeden Fall. So, ja, ziemlich groß, ey. Ja, perfekt. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir. Das hat super viel Spaß gemacht. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir die anderen auch nochmal irgendwann ans Mikro hier gezogen. Mit Sicherheit. Es sind ja noch drei andere Leute da, die Redebedarf haben. Ja, aber als nächstes kommt erstmal vielleicht eine Frau als Gast. Mhm. Wir wollen ja ein bisschen diverser werden. Wir holen einfach die Sonja von Brettspielpoesie mal hier rein. Genau. Oh, das war gemein. Nein, Sonja ist heute wegen irgendwie verhindert gewesen. Ich weiß nicht, ob das Schnee, aber sie hat es nicht genannt. Schnee? Man kann übrigens im Fernsehen gerade ein gutes Trinkspiel machen. Immer wenn Schnee erwähnt wird, trinkt man einen. Also, wahrscheinlich wollte sie einfach nur nicht mit mir reden. Vielleicht mag sie das doch. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich nehme es jetzt einfach persönlich, dass sie heute nicht da war. Ja. Ja, wann habt ihr denn die erste Dame bei euch? Wir hatten schon eine Dame quasi da, wenn das zählt. Wir haben ja für die Essen-Content gemacht und da haben wir auch quasi 24 Stunden gefühlt gestreamt. Und da war die Rita Model, die Designerin von unter anderem hier King of 12 und dem, wie heißt denn das Ganze? Man at Work. Die hatten wir schon zu Gast, das zählt. Moderator. Da schließt sich doch der Kreis, die macht doch jetzt auch einen Podcast mit dem Alex von Hunter. Genau, Spielen aufs Ohr. Genau. Alle fangen jetzt an, alle merken, Mann, so Podcast, das kriegt man so locker runtergerattert, da braucht man keine Videos schneiden, alle werden jetzt Podcaster. Wenn die Miebel-Porn-Jungs das schaffen, dann schaffen wir das auch. Ja, genau so. Ey. So, jetzt mal ein bisschen nochmal hier dissen. Nein, René, moderier mal ab. Genau, da machen wir jetzt mal einen Deckel drauf. Ja, nochmal vielen Dank, Chris, dass du da warst. Gerne. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit irgendwas. Mit irgendwas anderem. Ohne Gast. Dafür mit Sonja. Ja, steht noch nicht fest. Vielleicht machen wir auch was anderes. Nächste Woche noch mehr Schnee? Ja, wahrscheinlich. Okay, vielleicht dann für vielleicht, nächste Woche. Sonja weint vielleicht, weil sie gegen 96 verloren haben am Wochenende. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.